Falcons, weißt du doch. Ja, wo gehen wir denn jetzt hin? Ja, nach Hause, dachte ich. Ja, dann reitet doch mal richtig und nicht falsch. Ja, ich weiß nicht, wo es hingeht. Ja, doch. Ja, wenn nicht passt, was die Sheriffs machen, dann sollten die Sheriffs alle von ihr abziehen und nicht mehr hier sein. Ja, scheiße, Blake hat doch selber den Typen erschossen. Warum stellt ihr das jetzt so da, warum stellt ihr das so da, als ja, würden guck, wir die... verstehst du, verstehst warum du? Stellst du das jetzt so da, als würden wir den ganzen Tag Scheiße bauen hier? Nee, ich hab nie da, das hab ich keine, aber das Ding ist, ich bin Bürgermeister, ja? Zu mir kommen die Leute und sagen, hier wurden Leute erschossen, die Sheriffs machen dies, die Sheriffs machen das. Und ich muss dann sagen, ja, Entschuldigung, ich kann nicht über die Sheriffs sagen, ich kann mir nur die Sheriffs wünschen, dies und jenes. Das geht so nicht. Sag ich, wie es ist. Das habe ich auch mit Black besprochen. Und dann wird halt alle seine Sheriffs abziehen. Und dann wird Blackwater halt anders laufen. Sag ich, wie es ist. Weil das Leute, die erschossen werden, dann alles in meinem Namen eigentlich getätigt werden, weißt du? Alles gut, die sind weg. Sie die sind. Ja, sie sind weg. Was hast du von denen weggenommen? Die Waffe oder was? Ja, wir müssen gleich weiterrennen, Brooks. Mhm. Wir haben ganz dringendes Anliegen. Wir müssen ganz schnell im Büro. Komm mit. Steig auf. Ja, kannst mitkommen. Ich hab die Langwaffe weggenommen. Die wollen meinen Kopf. Wo sie gesagt haben, ich soll weiterreiten, bin ich wieder auf mein Pferd gestiegen, bin weitergeritten irgendwo. Kenne. Ja, aber. Ja, das. Ja, aber ich bin ja so klein, hab einen weißen Hut. Oh! Ich wollte doch nur meine Pferd wegschicken. Sondern nur gerade bei der Sache, die da war. Und sieh, das würde ich auch mal gerne wissen, warum du sowas erfindest. Oh! Digga, was erfinde ich? Nicht sie. So, jetzt alle mal Schnauze halten. Wir gehen jetzt rein. So. Brooks, hol dein Notizbuch raus, du hast jetzt viel zu schreiben. So, kannst deine Maske jetzt ausziehen. Lass mal hören. Die Waffen raus, nicht, dass irgendwas passiert. Sollen die reinkommen? Ich hab ne Shotgun. Dieser Dalton-Wichser geht mir eh schon auf die Nerven.
Wenn wir den nicht einfach hinrichten. Alles klar, wenn dein Notizbuch nicht funktioniert, dann Schwierig, ja, war. Wenn dein Stift wieder abgebrochen ist. Ja, ja. Ich versuche hier gerade zum dritten Mal meine Zigarette auszudrücken, aber. Ja, komm, ich hole mein Notizbuch raus. Alles gut. Ich schreibe mit. Ich schreibe für dich mit. Perfekt. So. Dann stell dich einmal vor. Meinst du mich? Ja, natürlich. Mhm. Ich bin Cole Shatterhand. Cole Shatterhand. Ja. Gut, wir hatten ja vorhin schon das Vergnügen. Ja, da wo Bill inhaftiert war. Bitte? Da wo ihr den Bill inhaftiert hattet. Da war ich mit dabei. Ich meine, da wo du deine Waffen zurückholen wolltest. Ach so, ja. Ja, und das, was möchtest du? Jetzt erzähl einfach alles, was du uns erzählt hast. Genau. Also Carlos ist zu mir gekommen und hat gefragt, ob ich von Wild Bunch bin. Und dann habe ich gesagt, ja. Also jetzt nicht mehr, aber ich habe gesagt, ja, aber ich bin von Wild Bunch. Und daraufhin haben Bill und die halt gelogen, damit sie aus der Sache rauskommen, dass sie nicht von Wild Bunch sind, etc. Mhm. Und dann bin ich zu Carlos gegangen noch, habe mit ihnen alleine geredet und dann habe ich gesagt, dass Bill Dalton und Jesse Dalton die Kopf von Wild Bunch sind, also die Chefs von Wild Bunch. Und dass die anderen, die mit dabei waren vorhin, alle von Wild Bunch sind. Also die wir gerade getroffen haben, die Namen sind Jigs Moment, Teller. Moment. So, Coach Shatterhand, du warst ein bestätigtes Mitglied von Bunch-Mitglied, von Wild Bunch hier, richtig? Ja. Okay, so, die Mitglieder? Also, Bill Dalton und Jesse Dalton sind die Chefs von Wild Bunch. Bill und Jesse Dalton. Ja, sind die Chefs von Wild Bunch, das sind die beiden Brüder. Und dann gibt's Jack Jackson. Ja, Jack Jackson ist ein Mitglied und Jack Teller ist ein Mitglied. Und dann ist auch noch so eine kleine Frau, den Namen kenne ich glaube ich gar nicht, den Namen kenne ich gar nicht. Und dann sind nur noch zwei neue. Und die zwei neuen, die kenne ich auch nicht. Die sind auch erst heute oder so reingekommen. Aber die wichtigsten, die wisst ihr jetzt, also Jax Teller, Jax Jackson, Bill Dalton und Jesse Dalton. Die sind die wichtigsten. Und die ziehen sich tagsüber als Stevie an, also wie ich, egal was sie anhaben. Und abends, also so nachts, oder halt wenn es dunkel wird, dann ziehen sie sich schwarz an, also die Banditen-Outfit von Wild Bunch. Und das Outfit habe ich den Herrn Carlos, habe mich umgezogen in dem Outfit und habe das dann den Herrn Carlos gezeigt und jetzt weiß er auch, wie die aussehen. Also der von den Goldmasken. Ja, der wusste schon vorher, wie wir aussehen, aber er wollte halt Bestätigung nochmal haben, dass ich mich kurz umziehe. Mhm. Und Wir wissen auch, wo deren Anwesen ist. Ja, das habe ich ihnen auch gerade gezeigt. Wo ist das Anwesen? Anwesend über Dakota River. Genau. Die drei Häuser. Wo die wahrscheinlich jetzt gerade hingeritten sind. Also ich stand jetzt gerade, ich bin hier drin aufgewacht und stand da, wo der Herr, der ohne steht. Und die Herren haben recht laut geredet und haben gesagt, sie reiten jetzt zu dem Anwesen. Ja. Dann reiten sie wohl zu dem Anwesen. Das ist, sag mal ganz kurz, wo das Anwesen ist. Dakota River ist recht groß. Also über Dakota River sind drei Häuser, warte mal. Nein, also Dakota River ist lang. Caliban Seed, da oben steht der Caliban Seed. Und da drunter, unten links, so ein bisschen schräg runter, sind drei Häuser. In welche Richtung? Valentine, Blackwater? Oder ja, also ich erkläre es dir. Du siehst auch über Blackwater Bart's Crossing die Brücke, ne? Ja. Da drüber steht Dakota River. Ja. Und über dem River sind drei Häuser eingezeichnet. Ja. Und das sind die Anwesen von denen. Ach, das ist jemand, da wollte Patterson nicht einziehen. Na gut, alles klar. Ja, ist dann noch besser. Das Problem ist, die waren gerade bestimmt 6, 7, 8 Leute. Okay. Nee, so viel sind sie nicht. Ja, aber du hast ja gerade gesehen, was das für eine Menge war. Das sind 5 mit mir, also ohne mich sind das nur noch 5 oder 6. Und du bist kein Mitglied mehr, oder was? Nee. Aus welchem Grund? Ja, deswegen sage ich Ihnen das ja. Ist mir klar, also aus welchem Grund sind Sie da raus? Naja, also eigentlich habe ich Bill den Arsch gerettet vorhin, dass er wieder aus dem Knast rauskommt und er meinte, sagen ja, ich wäre schuld an allem. Und dann hat er gesagt, ich gehöre nicht mehr zur Familie. Und dann habe ich gesagt, gut, dann ist das jetzt so. Und was habt ihr zusammen gemacht, abgezogen? Also ich habe persönlich gestern das erste Mal jetzt abgezogen. Dann vor 2 Wochen habe ich, glaube ich, einen normalen abgezogen und ja, die Tage über, also die Sheriffs, die Langwaffen abgezogen haben, etc., das war ich nicht, da war ich nicht da. Das waren die. Wer hat die Langwaffen von den Sheriffs? Ich habe die geklaut.
gerade. Vorhin. Und du hast jetzt wir haben jetzt alle. Ey, die habe ich nicht bei mir. Wo sind die? Ich habe ein Motel in Valentine, da habe ich die hingepackt. Was sind das für Waffen? Winchester und ich meine, die haben dann noch eine Langwaffe. Aber was ist deine Winchester nochmal? Die Winchester. Der Repeater. Ja. Okay. Okay, dann werden wir gleich auf jeden Fall mit ihnen hochreiten, die Waffen aus ihrem Hotelzimmer holen. Ich habe ja nur eine mitgenommen, weil ich glaube, den anderen haben sie, glaube ich, bei sich. Ja, alles gut, dann geben sie uns hier eine, bitte. Ja, und auf jeden Fall, ja, 5 oder 6 sind das. Dann geben sie uns einfach die Waffe und dann werden wir uns mal das andere kümmern. Gut, ich würde gerne nochmal mit Parker und Brooke sprechen, wenn das aber okay die, ist. Aber sie haben sie gehört, die wollen mich suchen. Die suchen mich. Ja, alles gut, sie bleiben jetzt hier drin mit Herr Loco und ich gehe kurz mit Parker und Brooks irgendwas besprechen. Und die Herr Senatorin, wenn sie wollen, wie sie wollen, wir sind frei. Seht bloß zu, dass die Türen zu sind. Perfekt. Mal ein bisschen auf die Seite. So, Brooks, was bist du jetzt? Du wurdest ja auch befördert, habe ich gehört, oder täusche ich mich? Ja, ich bin Marshall, Deputy. Okay. Also und, solange Perez nicht da ist. Perez ist der Marshall, solange Perez aber nicht da ist, habe ich sagen. Okay, gut. Warte, wir gehen ein bisschen da, ich höre die immer noch da drin. Ja, ich schreibe mal nicht so rum. Guck. Das Ding ist, ich verstehe, ich bin Bürgermeister, ja? Mhm. Ich verstehe, dass ich nicht alles zu sagen habe. Es geht mir auch nicht Brooks, um Macht. Hast du fast mal Brooks hergekommen, um die Bürger hier zu unterstützen? Sorry, ja. Ich hab's nicht gesehen, der war gerade voll mein Ding so aus. Nee, ich hab's leider nicht. Ja, aber es geht darum, dass wir auch die Wildbahn nicht, leider nicht. Reicht noch mir, nicht. Es reicht mir alles. Ja, seid ihr gerade am Zocken oder was? Wir wollen uns um den White Bunch kümmern und dann können wir gerne nochmal das Thema ansprechen. Oder sehe ich das jetzt falsch? Ich wollte es mit dem Ganzen kombinieren, sage ich dir ehrlich. Ja, um was geht es denn jetzt? Aber, also ich weiß, dass jetzt White Bunch hier war. Es geht drum, guck. Es ist ja nicht so, dass ich als Bürgermeister alles zu bestimmen habe. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Aber nehme jetzt an, ich bin Bürgermeister. Ja? Ich bin, sagen wir so, das Gesicht und der Repräsentant der Stadt, sagen wir es mal so, ja? Mhm. Und hier werden Leute erschossen. Von ja wem? Sag ich jetzt, das ist jetzt nicht relevant. Leute doch, es ist relevant. Ja, Black war das. Ja. Und wer ist relevant? Sag okay, ich und wen hat Black erschossen? Ja, Leute von White Bunch. Als genau eben die Bill Dalton im Knast war, waren Leute von White Bunch, wie wir jetzt mitbekommen haben, sind das ja dazugehörige, standen hier vor. Black hat denen 10-mal gesagt, dass sie gehen sollen. Die sind nicht gegangen, daraufhin hat Black 2 von denen hier quasi exekutiert. Schön und gut, weißt du? Ich wollte Black nicht reinreden, Black ist sowieso nicht Blackwater Sheriff und so weiter und so fort, verstehst du? Mhm. Aber das Ding ist, Bürger sprechen mich an und sagen, Herr Lucifer, was ist das für eine Stadt? Kann es sein, dass Sheriffs hier Leute erschießen, dies und jenes? Das war's auf meinem Mitz, verstehst du? Und dann muss ich dem Bürger sagen, ja gucken Sie, das ist immer klar, das ist sowieso nichts über die Sheriffs zu sagen, das hast du und Perez, dein Bruder, ist alles klar, schön und gut, ja? Aber ich muss dann sagen, gucken Sie, ich darf mir meine Sheriffs wünschen und ich darf motzen, wenn man nicht mehr passt, aber selber einstellen und so weiter, darf ich eigentlich nicht, ja? Mhm. Und dann frage ich mich ehrlich, warum bin ich hier Bürgermeister, setze mich für die Bürger ein, wenn es hier heißt, ich muss vom Tatort weg, obwohl mich eigentlich den Goldmask gar nicht auch dazugeholt hat und ich alles da mitgehört habe, ich muss vom Tatort weg, ich muss dies und jenes, warum muss ich mir sowas hier hören lassen, verstehst du, was ich meine? So, verstehe ich. Gab es da einen Grund? Dann sagt so? Mir Black, sagt mir Black, wenn ich möchte, zieht er alle ab und ich soll selber schauen. Naja, es geht letztendlich bei Black, kann ich dir sagen, dass es darum geht, dass du dich in der letzten Zeit sehr viel einmischst bei uns. Was ich jetzt nicht so mitkriege, weil ich jetzt nicht so wach war, aber das ist das, was mir erzählt wird. Deswegen kann ich da keine Meinung drüber ausgeben. Ich weiß es nicht, ich kann dir, wie gesagt, dagegen nichts sagen. Also ich sehe dich nur sehr oft in Valentine bei uns oben. Mhm. Alles andere kann ich nicht mitreden, weil ich selber ganz viel auf dem Dampfer zurzeit bin, wenn du verstehst. Alles gut, ja, alles gut. Aber guck mal, ich mische mich ungern ein, meines Kopfes willen auch meistens nicht, wenn du verstehst, was ich meine, ja? Ja, natürlich. Aber wenn es heißt, wenn ich schon die ganze Zeit dabei bin und alles mithöre und so weiter und dann
Keine Ahnung, wieso sollte ich denn Bürgermeister sein? Wieso tue ich mir das Ganze an, wenn dann Leute erschossen werden, es auf meinem Mist wächst, aber ich sowieso nichts dazu sagen kann? Ich konnte nicht mal meine Waffe ziehen, in die Luft schießen und sagen, jetzt ist Ruhe hier im Blackwater oder sonst was. Für okay. Was wäre ich dann Bürgermeister? Also muss ich jetzt noch eine Sache sagen. Ihr regt euch jetzt auf, weil Black Mitglieder von Wild Bunch erschießt. Wir können es auch in Zukunft lassen und wieder softmäßig reagieren und sagen, ja, passt schon. Wir wissen es ja nicht, ob ihr seid und was weiß ich. Und dann gehen die ganze Ausraubereien weiter. Das hat also, jetzt nichts mit Wild Bunch. Ich dachte, es geht jetzt gerade hier drum, weil Black die erschossen hat und er jetzt nichts dagegen sagen konnte. Es geht auch darum, dass ich zum Beispiel Parker und Anderson mit runtergenommen habe, weil ich wusste, das sind Sheriffs, die reden, die wissen, wie ihre Arbeit zu tun ist, verstehst du, ich meine? Und wenn dann alle hier stehen, ist ja schön und gut, das beschützt die Stadt, ja, aber wenn dann alles auf meinen Mist wächst und ich hier nicht mehr sagen kann, so, hier werden jetzt die Leute nicht erschossen oder so, das wird jetzt nicht so gehandhabt, für was stehe ich dann hier, verstehst du, ich meine? Ja, verstehe ich. Nur ist es eben, besser, wenn ein Sheriff so jemanden drum, erschießt, wie dass ein Privatbürger jemanden erschießt. So sehe ich eben, das. Es ist ja nicht so, dass ich sage, ich möchte, dass jetzt so und so und so und so läuft, aber wenn eine ganze Mist hier passiert und ich meinen Mund halten muss, aber hintenrum alle Bürger zu mir kommen und sagen, Blackwater ist schrecklich, wenn das und das passiert, wie soll ich mich fühlen? Sag mir ehrlich. Verständlich, und dann schickst du die Leute einfach zum Sheriffsbüro weiter und erklären wir sie auch, was da los ist. Wie gesagt, wir können dann in Zukunft einfach die Leute weiter ausrauben lassen und ja. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was vorgefallen ist, warum Black so reagiert hat. Vielleicht war es zu Recht, vielleicht war es nicht zu Recht. Ich weiß es nicht. Ich will Black gar nicht reinreden. Black soll machen, was. Der war zu Recht. Guck mal, das sagt mir jetzt ein anderer Sheriff, es war zu Recht. Und was sagt das heißt? Wir haben den 20, 30 Mal gesagt, geht weg. Wir haben die auch schon gefesselt. Die wollten trotzdem da bleiben, wurden Frechner da. Ganz ehrlich, Lucifer, ich hätte sie genauso einen Haufen geknallt. Wenn es irgendwann nicht reicht. Wir steckten die so oft in den Knast. Wie oft habe ich diesen Bill Dorton schon verhaftet? Wie oft habe ich mit dem diskutiert? Irgendwann reicht's. Besteht das Lüge auch bis hier oben, sag ich dir, wie es ist, das, aber da das Ding ist halt, so leid es mir auch tut, ich setze mich gerne für die Leute ein und ich setze mich gerne für die Leute ein und bin hier und so, aber wenn es dann heißt, ich muss die Schnauze halten und hier wird gemacht, was ihr sagt, was ja auch schön und gut ist, ich mische mich nicht bei den Sheriffs ein, aber Moment, für was sind bin ich dann Dings, hier, verstehst du? Das ist dieses White Punch. Bin sicher. Ja. So einfach nicht dergleichen. Ja, Dings, rede du einfach nicht. Ich hab gar nichts. Entschuldigung. Das sind die. Ja, Sir. Ja, bitte. Okay. Ich hab gehört, die Indianer treiben ihr Unwesen. Wo sollte ich am besten nicht lang reiten, damit ich ihnen nicht begegne? Wo? Die werden von keinem Indianer irgendwas angetan. Die Indianer sind friedlich. Echt? Ich habe was anderes gehört. Na, von wem denn? Ja, von Leuten in... ja, also das heißt von keine Stadt, einfach Reitern. Ja. Okay. Also ich kann Ihnen versichern, dass kein Indianer Ihnen irgendwas zu leid tut. Wenn wo kann ich die Indianer denn umgehen, sagen wir mal so? Einfach nicht nach oben reiten, Senioren, dann passt alles. Oh, dann können sie nach Armadillo oder nach Tumbleweed können sie reiten. Oder nach Rhodes, Saint Denis. Die können das überall hinreiten, die machen ihnen nichts. Einfach nur freundlich sein. Ich will eigentlich nur wissen, wo die sich ansehen. Ach, schauen Sie mal, da haben wir doch eine direkt. Brooks, fahr CDs, komm mal her. Ja? Hm? Ich brauche einmal... Die Leute beschweren sich über die Sheriffs. Die Leute sollen sich aber nicht beschweren. Mein Gott, wir greifen hart durch. Wenn sie dann das nicht wollen. Lucifer, ich verstehe es. Ich verstehe es. Bob, komm mal her, bitte. Wenn du mich hörst. Bob. Irgendwas spricht mich an. Hilfe. Okay. Ich und Stimm. Jetzt erklär, was Note und Dings gemacht haben. Erklär's mal. Was du mir erzählt hast. Was eben gerade passiert ist. Oder was mit den anderen passiert ist von Tumbleweed und so weiter. Ach so, ja. Ich habe vorhin zwei Herren getroffen. Das ist das von Bunch Outfit. Die habe ich so noch nie gesehen. Die wohnen halt auch in Tumbleweed. Ja. Und die haben mir berichtet, dass vor mehreren Tagen sie von bei drei Officern, beziehungsweise Sheriffs, überwältigt wurden. Zur Seite. Mhm. Hey, Loco, das ist das World Bunch Outfit. Gut. Ja.
und diese von den Sheriffs sowohl verprügelt worden, bis hin sogar, dass eine von denen erschossen worden ist, sodass er in Ohnmacht fiel, oder beziehungsweise zur Bewusstlosigkeit. Und das waren die drei Sheriffs, beziehungsweise die zwei Sheriffs, die gekündigt worden sind, nachdem sie gegenüber ihren nachdem sie gegenüber dem Gouverneur ihren Maul aufgemacht haben, nachdem er sie respektlos behandelt hat. Die wurden dann vom Gouverneur entlassen. Die sind nach Blackwater zurück und haben sich quasi diese Jungs gesucht, um denen halt Schaden zuzufügen. Die wurden verprügelt, angeschossen. Und um wen geht's da? Guck. Es geht um Loco und OT. Genau, und ein paar Tage später wurden sie wieder eingestellt. Also mit dem. So lieb ich die Sheriffs hab, so lieb ich euch machen lassen wollt, ich möchte, also. Das ist ein Wunsch, ich äußere, ich möchte es nicht jetzt befehlen, aber ich möchte in Zukunft eigentlich Parker, Anderson, Neverland, so, aber diese Note und Dings, wenn die nur Beschwerden kommen, was die Leute ausräumen und sowas, was will ich hier, weißt du? Verstehst du das? Mhm. Die sind halt auch heute Morgen beispielsweise hier durch die Stadt gerannt, haben sich gegenseitig im Saloon verprügelt und sind dann rumgerannt und haben in die Luft geballert, also... Auch der Herr Loco und der Herr Note. Herr Loco? Sie? Was sagst du dazu? Wozu? Hast du gerade zugehört? Ja. Es geht darum, dass die Herren sagen, dass du heute Morgen mit Notay rumgerannt bist, euch im Salon verprügelt habt, durch die Luft geschossen habt. Notay kam heute erst sehr spät. Der war um 4 Uhr in der Früh bei mir, hat mit mir den Herrn von White Punch geschnappt. Dann ist er schlafen gegangen bis... macht den Glockenschlag. Notay hat heute Mittag Carter mit dem Bogen bedroht und so, das stimmt gar nicht. Nee, also ich war nicht mit ihm, ich war auch sehr lange schlafen heute. Ich bin auch gegen Abend gekommen. Notay hat heute zum Beispiel Carter mit dem Bogen bedroht, den Arzt in Valentine. Ja, und das wurde schon geklärt. Und geklärt, wenn ich fragen darf? Von Black oder so, ich weiß nicht genau. Paris wurde geklärt und er wurde sanktioniert. Ich war heute Morgen nur mit Tayo unterwegs, aber wir haben gearbeitet, damit ich mir meine Waffen kaufen kann. Mhm. Alles gut. Herr Lucer, was ich dir anbieten kann, ist, dass ich Herrn Notay und Locos erstmal zu mir nach Valentine hochnehme. Das muss ich aber jetzt auch erstmal mit Paris bereden, aber an sich ist kein Problem. Mhm. Neverland kann ich dir runterschicken, der geht mir eh auf den Sack da oben. Mhm. Also höflicherweise. Dass du mich hier weghaben willst, kannst du nicht in mein Gesicht sagen, ne? Höflicherweise. Du bist eine linke Bürgerbeschwerde. Du bist eine linke Ratte. Hey, der hat auch gar nichts gesagt. Hey. Ich hab gar nichts gesagt, aber gut. Der hat gar nichts gesagt. Notay, hör auf jetzt. Bin ich Sorry, Loco. Das ist meine Meinung, Senior. Ja, aber trotzdem, so musst du jetzt auch nicht respektlos mit dem Bürgermeister umgehen. Wir klären das innerhalb. Ja. Der halt wirklich nichts damit zu tun hat. Alles gut. Ja. Ich hätte es fragen können wenigstens, aber ja, wie du willst. Genauso wie du rum erzählst, dass ich dich aus der Stadt haben will, dass ich das gesagt hätte, ne? Wann und noch gesagt. Wann hast du es gesagt? Frag mal Parker, wann du das gesagt hast, Senior. Nur weil ich nicht mehr für dich arbeite, weil Jungs, ihr zwei, ihr macht absoluten Kindergarten gerade. Ich habe eben zu euch beiden gesagt, wir treffen uns gleich zu dritt und klären die Sache. Und jetzt haut ihr euch hier wieder irgendwelche Halbwahrheiten an den Kopf. Das ist absolut kindisch. Ich sage euch. Nur das, was du mir erzählt hast. Und ich habe zu dir gesagt, dass es ein Missverständnis war. Und jetzt hast du es gerade wieder anders gedreht. Weißt du was, ich drehe als Bürgermeister zurück, dann könnt ihr euch die ganze Scheiße selber geben, ja. Es dann macht das viel Spaß. Unglaublich kindisch. Papa. Also ist mir auch zu blöd. Aber das Büro, komm. Es ist einfach nur Horror, ich sag es dir. Es ist... Ich... Muss aber letztes Mal kurz alleine, bitte. Ich bring ihn kurz weg, ich will noch was sagen. Was los? Er hat auch gesagt, dass er wegreitet und macht, was er will und ihm egal ist, auch wenn er im Dienst ist. Hat er ist mit Notay vorgestern weggeritten, hat gesagt, ja, ich bin im Dienst, aber ist mir egal, er ist mit den Mexikanern weggeritten und so. Aber eben, wenn er sich so verhalten will und du ihn so hier einstellen will, dann macht das, aber dann sage ich halt wirklich nichts mehr. Dann sitze ich einfach auf meinem Maul und ich guck zu, was los ist. War alles gut, wir klären es. So, jetzt mal alle raus. Nur noch Brooks und ich hier drinnen. Sonst alle raus. Ja, was ist mit dem? Ja, ihr habt ein Auge auf ihn.
Job weg. Ich hab keinen. Ist das schlimm? Ja, dann komm rein und. Herr Loco. Genau du. Loco. Kommen Sie zu mir. Ich meine Fresse. Kopfschmerzen. Die drei, die machen einen krank. Wer drei genau? Loco, Notte und. Ja, am meisten Lucifer. Es gibt, pass auf, ich weiß nicht, ob du es vorhin ganz genau mitgekriegt hast. Es ging darum, wo Pallas, Black und ich geredet haben, ging es darum mit Lucifer, weil Lucifer sich ständig einmischt. Und das stimmt. Lucifer mischt sich in jegliche Scheiße ein. Ja, ich habe auch zu ihm gesagt, wenn wir hier drinnen Leute haben, dann hat er hier drinnen nichts zu suchen. Ja. Und das hat Loco ihm auch gesagt. Und Lucifer reitet durch die Stadt und erzählt jetzt die ganze Zeit rum, Loco hätte gesagt, dass er als Bürgermeister zurücktreten soll. Dass er aus der Stadt gehen soll. Und ich habe es mitbekommen, Loco hat das nicht gesagt. Loco hat gesagt, so, solange wir hier Leute befragen, hat er halt rauszugehen. Er ist halt kein Sheriff, er ist Bürgermeister. Ja, richtig. Junge Lucifer. Ja. Und Loco muss jetzt endlich mal merken, dass wir intern sind. Ja, das ist. Und dass wir uns drei natürlich mehr Vertrauen schenken wie einem Bürgermeister draußen. Und das müssen die Leute endlich mal lernen. Und das nervt mich ungemein. Aber das größte Problem ist einfach, weil. Ich sage es dir so, wie es ist. Wenn irgendwas Probleme ist, egal ob es Note ist, Loco oder Lucifer, die kommen alle drei zu mir und heulen sich bei mir aus. Nein, natürlich, das ist doch normal. Was ist denn da vorhin passiert? Warum hat Black die erschossen? Ich kann es dir nur so sagen, ich war hier drin, hab befragt. Ich habe nur draußen Schüsse gehört, bin rausgegangen, hab nur gesehen, Black hat zwei Leute erschossen. Dann hat Black gesagt, es ist so, er hat den Leuten. Komm ruhig rein. Ist die Paris da? Nee, Paris ist schlafen. Ist mir. Und was geht's denn? Wirklich schon schlafen? Ja. Ach, er hat mir einen Revolver versprochen gehabt. Oh je. Ganz heiße. Ja, vielleicht. Moment hier. Hm? Verdammt. Brooks, gib ihr den mal. Ich hab noch einen zweiten. Bitteschön. Oh, gracias. Also, aber dann sagen Sie bitte die Paris auch Bescheid, okay? Natürlich. Ja, ja. Machen wir. I see. Gracias. Ja, genau. Lassen Sie sich gut gehen. Buenas noches. Und geben Sie Acht auf sich, okay? Und wenn irgendetwas ist, dann kommen Sie zu mir. Okay? Machen wir. Okay. Schönen Abend noch. Adios. Okay. Herr Brooke. Komm mal her jetzt. Nein, komm mal her. Jetzt chill mal. Das erste, was. Ja, jetzt hör mal zu. Wir drei, wir sind intern. Wir glauben uns mehr als jedem anderen außerhalb. Das musst du jetzt endlich mal verstehen. Alles, was der sagt, muss ich natürlich mir anhören und muss ihm auch ein bisschen Glauben schenken. Das verstehst du ja. Ja? Okay. Aber natürlich, wenn du mir das Gegenteil sagst, bin ich schon eher auf deiner Seite einfach. Allein aus dem Grund, du bist Sheriff und ich. Du sollst mich nicht anlügen. Ich habe das auch schon zu Parker gesagt, dass es so kommen wird. Er wird alles dafür tun, dass ich hier raus bin, weil ich nicht mehr für ihn arbeite. Er hat mich von vorne bis hinten gefühlt, sage ich mal, verarscht. Mein Gefühl sagt es. Mhm. Weil wir wollten uns Waffen kaufen, ich hatte das Geld, er sagt, warte. Dann kam Wirtschaftskrise, er holt sich Waffen, sonst niemanden. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Dann bin ich ausgetreten. So. Aus seiner Garde. Genau. Und dann habe ich zu Parker gesagt, pass auf. Er wird jetzt alles dafür tun, dass ich gehen muss. Okay. Du darfst das nicht falsch verstehen. Ich ziehe dich nicht ab aus dem Grund, weil er dich das nicht will, sondern ich ziehe dich ab, weil ich dich da erstmal hochnehmen will, um einmal dir kurz die Unruhe herauszunehmen. Und wenn es nur ein Tag Dreck ist. Ich werde nichts mehr machen, nie mehr. Das ist kein Problem. Das ist alles gut. Du musst nicht in Blackwater stationiert sein. Ich sag so, auch wenn die hier überfallen werden und alle sagen, kommt mit runter, ich bleibe oben. Ist mir egal. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied, doch. Das ist mir egal, ich werde für den keinen Finger mehr krumm machen. Ja. Ich sagte so, er wird doch eh zurücktreten. Ja, der soll zurücktreten und es ist so. Der hält es nicht durch, der hält diesen Druck nicht aus. Mir kommen schon ganz andere Gedanken in meinen Kopf. Und ich will diese Gedanken keinen freien Lauf lassen. Ja, besser ist es, bitte, lass es. Ich habe auch schon mit anderen Leuten geredet und die meinten, wenn ich nichts mitbekomme, ist es so.
Aber, ja, dann, aber ich mache es halt nicht. Weil irgendwo mag ich ihn halt immer noch als Mensch, weißt du, was ich meine? Das ist, und das, unter uns gesagt, das ist bei mir nicht so. Ich mag ihn nicht. Ich komme null mit ihm klar. Er redet mir zu viel. Er hat von dem, was er redet, keine Ahnung. Und zum Zweiten mischt er sich in unsere Angelegenheiten viel zu viel ein. Das geht mir gehörig auf den Sack, dass der mehr in Valentine rumhängt, wie das in Blackwater ist. Dann werden hier Leute entführt, die stehen zu acht am Wasser da unten. Ja? Und jeder hier ist bewaffnet. Jeder. Und dann wird ein Sheriff entführt. Und du willst mir sagen, dass die acht Leute es nicht schaffen, sich gegen zwei Mann aufzustellen. Und das Ding ist, wenn ich ihm sage, verpiss dich auch aus unserem Office, hat er sich zu verpissen. Ja, natürlich. Sonst nehme ich den fest. Aber tut mir mal leid, ne? Aber wir haben eben die Info bekommen, dass White Bunch, wer das ist, wo die sich aufhalten. Wir haben die Info, dass sie gerade da sind. Und er macht ein komplett anderes Thema auf einmal. Sorry, ey, wir hätten schon längst irgendwelche Sheriffs zusammen trommeln können und ja, dahin reiten können. Wir hätten White Bunch komplett einknasten können. Können wir bitte Parker mitnehmen? Bitte. Das ist mein bester Arbeitskollege. Na gut, Parker kann ich jetzt auch nicht hier unten auch noch abziehen. Notay ist hier unten und Neverland kommt hier runter. Passt doch. Ja, das mit Neverland ist nicht sicher. Notay ist auch noch nicht sicher. Notay hat mich heute angesprochen, aber hoch zu nach Valentine kann. Ich habe keinen Bock auf Neverland. Und man sagt den einmal auf und er macht dreimal weiter. Ja, ist ein bisschen ein kleines Kind, aber das geht alles. Brauchen wir in Ennisburg nicht noch ein... aber Tumbleweed will Sheriffs haben. Also ja, schon gehört, aber Tumbleweed ist jetzt erstmal Kategorie Z, sage ich mal ganz ehrlich. Und was ist mit Armadillo? War mein Halblandquarter, Parker. Ja, jetzt, wir gucken jetzt erstmal, dass wir den Kumpel, den Cold Shatterhand, erstmal nach Valentine begleiten, um erstmal die Waffenansicht an uns zu nehmen. Ja. Ich habe auch schon gesagt, er soll mir die gleich geben. Und die gibt er dann mir und dann verwahre ich die. Ja, die gibt er dann oder, Brooks und Brooks gibt er mir dann. Das passt dann. Sie, dann machen wir so, dann hat er auch direkt eine Waffe. Oder Brooks, weil er sollte sowieso eine bekommen. Aber kleiner Fun Fact, das ist sogar meine, das ist die Anderson gekriegt Loco. Hat von mir. Was machst du denn? Ja, die können alle nicht stillhalten. Ach so. Oder suchen Sie. Komm ruhig mit rein. Komm rein. Warten Sie eben. Loco. Alles Carlos, ich glaube, den solltet ihr das auch nochmal sagen. Jetzt kommt mal bitte alle rein, ihr geht mir auf den Sack da draußen. Wir rein, raus. Der stand halt davor so. Ja, alles gut, der kommt schon rein, wenn er was will. Der weiß, dass ich rein darf. Ich sag mal deine Maske ab noch, bitte. Aber der hat mit Maske ja mit mir geredet. Ich hab gesagt, er kann die Maske anhaben, damit Dings, falls die nochmal hier lang reiten, dass die den nicht erkennen. Ja, er ist jetzt gerade im Office, ich glaube, hier drin braucht er keine Maske. Weißt du, es nervt mich einfach. Es nervt mich. Park hat mir schon erzählt, so. Ich sage, er soll aus dem Office gehen. Und er danach, 20 Minuten später, sagt er zu Parker, ich hätte gesagt, er soll aus Blackwater rausgehen. Kopfschmerzen pur. Schrecklich. Wie kleine Mädchen hier. Ja, es ist Horror. Wie ist es auch? Weißt du, da gibt man einen Tag mal seinen Dienst auf und alles geht runter und drüber. So, die Herren. Hola. Jetzt. Wie kann man euch helfen? Wir sind der hochrangige Sheriff hier. Ja, hier. Wir müssen mit ihnen kurz reden alleine. Jawohl. Die Herren, geht ihr gerade mal raus, bitte? So, wie kann ich euch helfen? Und zwar geht es um diese berüchtigten Wildbunds, Leute. Jawohl. Ich habe gehört, Sie haben sie auch auf den Kicker. Ja, so richtig. Wir haben jetzt durch einen Informanten intern von der Wild Bunch, der ausgetreten ist, alle Namen erfahren und sogar den Standort, wo sie sich aufhalten. Also ihr Anwesen. Ja, das kennen wir schon. Ach, das kennt ihr schon, okay. Gut. Ja, natürlich. Die Frage ist jetzt, Sie haben bestimmt viel zu tun und könnten uns vielleicht die Aufgabe geben, einfach das gut zu machen. Natürlich, klar, sehr gerne. Natürlich machen wir das ja nicht umsonst, Sie wissen ja. Dollar, das lassen wir sprechen. Das verstehe ich. Sie haben da einen schönen Zugriff zu die Staatskasse bestimmt, ja? Ja, da habe ich Zugriff. Die Neuros. Also, richtig. Ich glaube, die Gouverneur, ich bin mir gerade gar nicht sicher, hat mir schon mal eine Kopfgeld für diese Wild Bunch tatsächlich genannt, aber ich
Bin mir gerade gar nicht sicher, dass ich sehe, deswegen. Was ist denn noch ungefähr, wie hoch es war? Also, das waren halt noch die alten Preise. Sie. Okay. Was würden Sie sagen pro Kopf? Weil ich also, soweit ich jetzt weiß, sind das vier Mann. Also, ich kann Ihnen sagen, wissen Sie, wer die Kopf ist von dieser ganzen Bande? Oder wissen Sie nur die Namen? Ne, also die Köpfe sind Jesse Dalton und Bill Dalton. Das Sie. Sind. Ich würde sagen, dass diese auch etwas mehr wert sind als die anderen. Hm? Ja, richtig, richtig, definitiv. Keine Ahnung, ich denke, ein angemessener Preis ist. Ja, flüster ein bisschen, Hermann, hier gibt es Leute, die so. Kein Problem, bin am Flüstern. Ein angemessener Preis ist doch wahrscheinlich. Was sagst du, Hermann? $100 für die Köpfe? Ja, wollen Sie die tot oder lebendig oder bewusstlos oder lebendig? Naja, das Problem ist halt, wenn wir sie tot haben, dann können wir sie ja nicht mehr einknasten. Dann bringt es uns halt auch nichts. So, und ja, die sollen eine schöne gerechte Strafe kriegen. Ich meine, es kann ja passieren, dass wir uns wehren müssen oder so und dann sind die bewusstlos, dann sorgen sie vor einem Arzt hier in die Zelle und dann wird das schon. Ja, um das Doktorproblem kümmern wir uns auch, das ist kein Problem. Perfekt, sie. Perfekt. Also für beide Köpfe $100 oder insgesamt $100? Für beide Köpfe. Pro Kopf von diesen Daten. Das sind vier Leute, oder nicht? Das sind vier Leute, ja. Also pro Kopf, die wir bringen, $100 und vielleicht die Köpfe der Bande 150, die sind ein bisschen klüger. Sagen wir 125. Die machen doch sowieso genug Geld mit diesen ganzen Strafen, die es jetzt gibt in die Stadt. Ja, das auf jeden also, Fall. Wenn sie einmal eine Strafe kassieren, dann ist das schon gut Geld für die Staatskasse. Ah, ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Und ich recht. Denke, die Senior Black, also die Marshall, die Commissioner hat da nichts dagegen. Also ich glaube, er wird da auch auf unsere Seite. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also ich vertraue da auch Black und... Ja, kurz. Also da müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass Sie da was falsch machen. Wartest du mal ganz kurz draußen, bitte. Naja, ich habe von Black auch schon gehört, dass ihr vertrauenswürdig seid. Und falls mal sowas kommt, gerade wegen dem Fall, weil er jetzt uns ja heute befördert hat, dass ich euch da weitestgehend auch da vertrauen kann. Sie. Dann wären das pro Kopf 150 für die Anführer, also Bill und Jesse, sind wir bei 300. 500 insgesamt. Insgesamt. Ja, ich meine, wir werden dann wahrscheinlich immer, also ich vermute mal, dass es nicht so ablaufen wird, dass wir alle auf einmal haben, das wäre ja so einfach. Klar. Bringen dann immer mal wieder einen von diesen Typen und die können sie in Ruhe einsperren für die Straftaten, die sie mit dieser White Bunch in den letzten Tagen hier in Blackwater gemacht haben. Sie? Ja, richtig, richtig. Ne, das machen wir so. Perfekt. Wir nehmen schon mal die Hälfte in Voraus. Ja, ist kein Problem. Aber ich glaube, dann müssen wir kurz nach Valentine, weil ich habe von hier unten zwar keinen Zugriff auf die Kasse. Alles klar, wir haben hier sowieso noch ein paar Geschäfte zu erledigen, dann reiten Sie nach Valentine hin und her und solange machen wir unser Ding hier. Alles klar. Wir können tatsächlich, ja okay, machen wir so, alles gut. Dann treffen wir uns hier nochmal, so eine halben Stunde würde ich sagen, spätestens. Alles klar. Oder ich weiß nicht, wenn wir jetzt auf die Jagd gehen, Herr Manu, wir können dir auch einfach eine Rechnung ausstellen, dann nimmst du die Geld von die Staatskasse und du zahlst es dann damit, die Rechnung. Das können wir auch machen. Das wäre zumindest, falls jetzt was das Wuschen kommt, Sie, dann verlassen Sie sich nicht auf die halbe Stunde hier. Ja, richtig. Also ich hätte jetzt $106 noch auf der Hand, die kann ich euch jetzt natürlich auch gleich sofort geben. Das wäre jetzt auch gar kein Problem. Ja gut, dann, Hermano, was sagst du? Hälfte oder? Weiß nicht. Wir haben Zeit, wir machen das natürlich bedacht und mit Zeit, also wir... Sie können ruhig zur Bank gehen und Ihr Geld abgeben. Alles klar. Ja, wir kommen dann einfach auf Sie zu. Reiten Sie nach Valentine, wir reiten Ihnen später dann hinterher. Wir müssen nur kurz nochmal was abklären. Alles klar, gut. Dann treffen wir uns in Valentine. Alles klar. Adios. Amigo. Wo ist ein Parker hin? Der ist links von uns. Da ist er. Muss noch kurz mal rein. Kann ich mitkommen? Nein. So, was denkst du wohl, was die Herren gerade von mir wollten? Doch, tu es mir. Ich habe jetzt ein Kopfgeld ausgesetzt auf die White Bunch. Sehr gut. Ich glaube, das ist das Beste, was wir machen können. Wir haben die Mannstärke momentan nicht. Ja, das stimmt. Und, genau.
Du müsstest mich kurz nach Valentine begleiten, weil ich das Geld holen muss. Ja, machen wir. Alles, was jetzt passiert, also die bringen uns lebendig oder bewusstlos. Für einen Arzt sorgen die selber, hatten gemeint. Wenn nicht, sollen wir auch noch schnell gucken, ob wir einen auftreiben können. Und dann geht's an die Strafen. Die ist gerade pennen gegangen. Ach, ja gut, scheiße. Das ist jetzt schlecht. Aber wir haben sehr, sehr, sehr viel gegen die in der Hand. Also ganz viele haben ganz viele Leute ausgeraubt. Also da ist schon einiges, was auf die zukommt. Ja, da müssen wir mal gucken, was wir da dann für Strafen aushängen. Ja, richtig. Also für die zwei Köpfe, also Bill und Jesse Dalton, das hier war $250 Kopfgeld. Und alle anderen drei sind immer bei 100. Alle zwei anderen sind 100. Wir haben jetzt ein Angebot von 500 gemacht. Alles klar. Ich habe jetzt noch 100 auf der Hand, aber ich denke mal, das zahle ich jetzt bei mir auf der Bank ein und zahle das komplett aus der Staatskasse. Na gut, dann auf geht's kurz nach Valentine. Dann sollen wir hier bleiben. Oder sollen wir noch einen mitnehmen? Dann können wir den Herrn auch direkt mitnehmen. Ja klar, kann man machen. Ja, Moment. Alles klar. Wir bringen sie jetzt nach Valentine. Entschuldigung, ich muss noch mal ganz kurz stören. Kommen Sie mit, Sir. Also wir reiten jetzt nach Valentine und kommen dann auch direkt wieder zurück. Ja, wir alles kommen klar. Jetzt auch nach Valentine. Wir sind ah, okay, gut, dann treffen wir uns in Valentine. Wer ist das denn jetzt? Das ist der, den wir nach Valentine bringen wollten. Ja, der wurde gerade gedreht. Der wurde gedreht dann. Ah. Kein Arzt mehr da, oder? Oh, bis aussatteln. Ihr Pferd. Natürlich nicht. Sind wir noch gerade von welchem Pferd ich abgestiegen bin, oder? Naja, ich guck sie doch nicht beim Pferdeabsteigen an. Ich bin in einer Unterhaltung. Ja, passt schon. Die Dame, hätten Sie ganz kurz Zeit. Warum? Er hat mich nicht erwischt, hätte er mich erwischt, hätte ich mein Messer rausgeholt. Da hätten wir jemand auf dem Pferd, der bewusstlos ist. Aber schicken Sie dieses scheiß Pferde weg. Was ist hier los eigentlich? Ich weiß auch nicht, was mit dem Einmal mit die Rucke zugeregt. No, schlagen Sie auf die Hinter. Loco. Loco, bring ihn mal hierher, bitte. Ja, verdammt. Zu wem? Oh. Gerade zu der Dame. Wo ist sie denn jetzt? Da ist sie. Wie schön. Ja, genau. Wer ist das? Dann müssen wir aber nach Valentine begleiten. Aufkommen? Ich komme dann wieder auf. Okay, dann ich nehme Bar. Ja, kein Problem. $7 waren sie. Du alter Halsabschneider. No, 10. Können Sie aber von ihm wiederholen. Sorry, bitte schön. Hey, du bist doch Loco, oder? Gracias. Wie, warum? Wir haben uns gestern getroffen. Okay. Bei mir war ein Hombre namens Akai. Sie, ich helfe Ihnen. Okay, ist das Sagen Sie mir, was ich machen soll. Erstmal machst du seine Augen auf und wir gucken rein, ob da irgendwie noch. Was ist passiert überhaupt? Oh. Tut mir leid, Sir. No, nicht so aggressiv, bitte. Das brauchen wir hier gerade. Er wurde von nicht. Einem Pferd gedreht. Fass meine Jacke von nicht mehr. Von dem Pferd. Oh, gucken Sie in die Augen. Oh, geht's ihm gut? Trub ist nicht, oder? Oder? No, ist nicht Trub.
Haben Sie irgendwie eine Lampe dabei, eine Fackel oder so, damit sie besser eine Fackel gucken können? Sie, dann helfen Sie bitte einmal. Gleich wieder scharf sein, Clement. No, ich weiß ganz genau, worum es dem Typen so geht, wie es ihm geht. Und das wäre? Was ruft gut, dass sie gut zu hören weiß, dass sie das wahrnimmt. Das darf sie nicht. Oh. Upsi. Ich sehe nur, dass die Augen auf jeden Fall nach hinten gedreht sind und ist ein bisschen schwierig manchmal. Wo ist die Praxis hier? Oh, das ist drüben. Da ist noch hintragen. Ich gebe Ihnen jetzt ein kleines Pulver, aber ich glaube, er muss morgen noch einmal definitiv zu Stalin checken lassen, ne? Oder seid ihr noch am Phasmo spielen, oder? Sie sorgen dafür. Sie natürlich. Okay. Hermano, du bekommst jetzt eine wunderbare Pulver. Echo hatte Angst, das war mir klar. Proofs, komm ganz kurz. Gut, siehst du den Senior? Der ist von. Der mit dem schwarzen Mantel, der ist von White Bunch. Sicher? Nee. Der Name? Warte. Ja, steigen Sie auf Ihr Pferd. Komm mal ganz kurz, komm mal ganz kurz. Er meint gerade, der schwarze Mantel ist von White Bunch. Der schwarze Mantel ist doch von White Bunch, oder? Woher? Ich lauf durch, mach alles und er rennt mir hinterher, immer schon bei der Oma im Arsch. Ja, das ist ja, ganz ich Prozent. Wir sind da gerade nicht genau jetzt, weil der hat genau das an. Nein, das ist der nicht. Okay, wenn Sie das der sagen. Der hat nicht genau dieselben Schuhe an. Na gut, dann steigen Sie auf, wir reiten. Die Hauptmerkmale. Ich glaube, ich reite einfach mit Ihnen. Mann, Milano, was ist mit dir heute los? Lachte dich gleich. Gibt's Lasagne? Dreckspferd. Die Hauptmerkmale von denen sind die Schuhe, das Gewand und das war's und das Hemd. Und die Hose. Also alles. Nee, Hut und Beinholster können die sich aussuchen. Sag mal, hattet ihr nicht damals rote Tücher? Nee. Die sind jetzt sind die voll maskiert, also nicht so eine Bandana wie ich, sondern. Ja, komplett übers Gesicht, diese Bandana. Okay. Aber sonst sind die ja nicht voll schwarz. Gut. Eigentlich ist du also so eins, wie ich jetzt anhabe. Ja. Okay, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. So, wir haben endlich rausgefunden, wer Wild Bunch ist. Da gibt's jetzt fettes Kopfgeld. Yay. Freue ich mich. Wie geht's dir eigentlich? Geht's dir besser oder noch schlechter oder? Immer noch so wie vorher. Oh Mann. Oh Mann. Dann hoffe ich mal, dass es wirklich den Tag jetzt echt besser wird, weil eigentlich muss ja immer mit der Zeit ein bisschen besser werden, aber. Boah. Auch gerade gehört. Was? Lang nach dem Puma. Auf was machen wir, wenn wir die gleich sehen? Wenn wir sie sehen, festnehmen. Ja, aber das sind mehrere. Dann. Das sind fünf Leute.
Wir sind auch zu fünft. Und ihr habt die dicken Gewehre. Ja, richtig. Das Gewehr, was die eigentlich hatten, habe ich. Und das geben sie gleich ab, Senior. Und der Herr, die Schulde macht 10 Dollar für die Behandlung gerade eben. 10 Dollar? Ja, richtig. Oh Mann, ich gebe ihm die Langwaffe und dann war's das, okay? Die Langwaffe plus 15 Dollar, machen wir's so. Nein, alles gut, passt schon. Wir sind ja echt dankbar, dass sie uns den Tipp geben. Ich habe für meinen Araber 1800 Dollar bezahlt damals. Alles sind sie selber schuld. 800, glaube ich. Oh, ich habe mein Geld in Blackwater vergessen. Egal. Und wenn ihr die festnimmt, egal was sie sagen, die sind auf jeden Fall bei Wild Bunch. Ich habe von den Carlos gehört, dass er gut lügen kann, dieser Bill Dalton. Alles gut, wir haben einen Zeuge. Die waren selber bei Wild Bunch und haben alle identifiziert. Somit ist es die Geschichte durch. Ja. Das riecht mir nach Hinrichtung. Ist das richtig? Ey, warum werde ich hingerichtet? Nicht sie. Wo lang? Links, oder? Tatsächlich, das ist auch eine Idee, ja. Ja, muss der Governor drüber entscheiden. Richtig, bloß der Governor ist seit Tagen nicht mehr auffindbar. Ich bin Natur nicht auch was dazu sagen. Ja, ich kläre das mal. Oh mein Gott, wenn die da recht sind. Aber ich glaube, die sind bei ihrem Anwesen. Natürlich sind die beim Anwesen. Ja, und der Black ist nicht EC. Die goldenen Masken schnappen die sich jetzt. So, der Herr. Was? Weißt du, wer sind denn Sie? Was, wer sind wir? Wer Sie sind, frage ich. Ja, Bill Dalton. Bill Dalton. Interessant. Und die Herren anderen? Sie. Wer fragt denn da? Das ist Deputy Marshal Brooks. Ja, Herr Brooks, Sie kennen mich doch. Wir haben doch gestern geredet. Ach, Jack Jackson. Richtig, wir müssen doch noch ein bisschen unsere Unterhaltung fortsetzen. Definitiv. Aber sie waren auf einmal verschwunden und dann dachte ich mir, okay, vielleicht ist ein Notfall dazwischen gekommen. Ja, es war leider. Ja. Ach, guck mal, wie wir da haben. Sie nicht Anderson? Anderson negativ. Achso, ich hab gedacht, sie sind der Anderson. Na. Was machen wir jetzt noch zu dieser Stunde hier? Ja, ein bisschen Endtime, ein bisschen. Ich hab Heu gekauft für mein Pferd. Ah, ja. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ja, wir brauchen Heu und Lebensmittel. Genau. Okay. Wir haben uns nach Pferden umgeguckt. Können Sie uns einen empfehlen, was so relativ gut Kraft hat? Na, das Scheuer ist definitiv gut. Oh ja. Oh, was ist denn das eigentlich für eine Rasse hier? Wissen was Sie, das kennt sich aus? Der Scheuer, ich weiß es, also nach den alten Preisen 475 Dollar. Ja, oh, ja. Warte mal, was habe ich da vorhin gesehen? Irgendwas mit 90 Dollar, glaube ich. Ey. Wissen Sie zufällig, was das Schwarze für eine Rasse ist? Weil die reizt sich sehr gut, aber ich weiß nicht, was das für eine Rasse ist. Ah, okay. Was machen Sie Schönes so hier in Valentine? Ich bin der Sheriff von Valentine. Ja, klar, aber nee, wir sind gerade bloß bewaffnet. Oft, immer.
Wir wissen, was hier los ist. Das wissen wir leider, ja. Meinst du das hier, Bill? Das Pferd hier, wo ich dran stehe? Ja, genau, ja. Das ist ein Klattruber. Ja, das ist ein gutes Pferd, aber ich weiß nicht, was es kostet. Ja, nicht so viel. Klattruber? Nee, der ist nicht so teuer, ne? Dann holt euch doch den. Ja, komm, holen wir jetzt. Ich hol mir jetzt erstmal gar nichts. Na gut, dann wollen wir es nicht aufhalten. Dann viel Spaß alles beim Stall. Oh, ja. Dankeschön, wir wünschen was. Vorsicht. Das sind alle auf einmal. Zu viel. Das sind alle. Wir sind da. Das sind alle von da. Ja, auf jeden Fall werden wir das jetzt übernehmen. Das sind alle Wild Bunch. Junior, brauchen Sie Hilfe? Nein. Wir brauchen keine Hilfe. Wir brauchen nur ein bisschen Dollaris jetzt. Es tut mir leid. Ach, Lopez. Lass deine Aggression woanders raus. Wenn sie fallen, was sollen wir machen? Guck, weil ich hab ihn jetzt bewiesen, wie die alle heißen. Die haben sogar ihren Namen gesagt. Ja, wir kennen schon alle Namen und wir werden noch nicht fallen. Alles gut. Sehr stark. Deswegen, wir haben jetzt auch nichts gemacht, weil wir wollten das nicht riskieren. Ja. Aber das sind die 100%. Ich sag's so, wie es ist. Ja, hat mir gerade selber bestätigt, dass er Bild halten ist. Also, alles gut. Das sind alles Wild Bunch Leute. Das sind auch die einzigsten. Mehr gibt es nicht. Seid von ihr gerade die einzigsten? Von uns? No. Unsere Manus sind aufgeteilt immer. Wir lassen uns nicht mehr zusammenblicken, weil das dumm ist. Und die wollen jetzt, glaube ich, los. Ich glaube, ihr müsst euch ein bisschen behalten. Das ist alles gut. Wir wissen, wo die hingehen. Wir wissen, wo die wollen. Ja, ich hab ihnen das Anwesen gezeigt, glaube ich. Sie. So, der Herr, gehen Sie gerade mit mir noch kurz ins Hotelzimmer und geben mir gerade die Waffen. Ja. Hier, das hier. Ah, perfekt. Können Sie mir gerade überreichen. Haben Sie ihn bekommen? Jawohl, haben Sie. Mehr haben Sie jetzt nicht gekriegt von denen? Wie bitte? Mehr haben Sie jetzt nicht von denen gehabt? Nee, die haben sonst in ihrem Lager haben die, glaube ich, 50 Revolver oder sowas. Okay. Also gut klein bewaffnet, sag ich mal so. Brooke. Ja. Lass doch einfach mit Lasso hingehen und die festnehmen. Dann können die gar nichts machen. Die sind alle bewaffnet. Wir sind fünf, die sind fünf. Wir holen die vom Pferd runter und fesseln die direkt. Außerdem haben die nur Revolver. Die haben nur Revolver. Die Langwaffe habe ich ihnen gerade gegeben. Wollen das riskieren? Nee. Was ist, dann müssen wir uns aber beeilen, ne? Ich würde sagen, ich gehe noch aufs Dach. Aber auf der anderen Seite ist halt auch, dass wir den Auftrag eigentlich schon weitergegeben haben, die Herren. Deswegen. Ja, aber... Ja, alles gut. Entweder machen wir das mit denen zusammen jetzt, nehmen die fest, oder wir warten. Das machen die nicht. Das haben die doch schon. Ach so. Okay, ja, dann müssen wir warten. Ja, wir warten, bis die bringen, fertig. Wir haben alles im Griff. Ja, das ist alles gut. Ja, können wir uns aus. Ja, ich bin gekommen wegen die Fotos. Ja, genau. Gehen wir hoch. So rein.
Jetzt müssen wir kurz einen Schritt auf Seite, bitte. Haben Sie gehört? Ach so, ja. Sie meinen mich. Genau. So. 250 wie ausgemacht. Wie ist denn Ihr Spitzname? Man nennt mich einfach nur Oh. Ich erzähle nicht meine ganzen Namen. Kein Problem. Bitteschön. Gracias. Dann wünsche ich viel Erfolg. Bis später. Innerhalb von 24 Stunden haben Sie Ihre Beute. Alles klar. So. So, wohin mit dem Herrn? Ja, Sie sind eigentlich frei zu gehen, eigentlich, aber ich denke mal nicht, dass Sie... Ich sag mal so, wenn ich jetzt alleine reite und ich reite nach Blackwater dann, oder so und ich bin alleine und die reiten mir, oder die kommen zufällig und die reiten mir hinterher, dann bin ich am Arsch. Ich meine, ich habe das schnellste Pferd, aber trotzdem. Bleiben Sie mal bei uns in der Nähe. Das können Sie auf jeden Fall machen. Und ich bin mir 100% sicher, dass Sie jetzt erst zu Dings, weil die haben ja gerade gesagt, die haben sich Pferd geholt. Dann werden die wahrscheinlich zu anwesend. Andere Frage, wie sieht denn Ihre Zukunft jetzt aus? Ja, das weiß ich nicht. Interesse mal auch für die gute Seite zu kämpfen? Interesse, ja. Wie hoch ist das Interesse? Dass ich mich auch darauf verlassen kann. Weil Sie müssen verstehen, dass da ein ziemlich gehöriger Vertrauensbruch drin ist, wenn Sie einer von den Wild Bunch waren. Aber natürlich das, was Sie jetzt auch gemacht haben, haben auch sehr, sehr viel verbessert. Die haben mich ja verraten, daraufhin habe ich sie verraten. Mhm. Und jetzt will ich auch nichts mehr mit denen zu tun haben. Der Feind deines Feindes ist ein Freund. Wie bitte? Der Feind deines Feindes ist dein Freund. Ja. Ja, wie gesagt, für die gute Seite würde ich mich auch entscheiden, ja. Parker, was meinst du? Ehrliche Meinung? Du hast heute schon ein bisschen länger mit ihm zu tun. Ich hab schon vergessen, mit ihm zu tun. Komm mir auf jeden Fall vernünftig rüber. Weiß auch nicht, wie du in diese Wild Bunch Geschichte reingerutscht bist, ehrlich. Die haben mich, also vor 2 Wochen oder so, da bin ich am Fluss gewesen hier und dann haben die mich aufgegabelt. Okay. Erst haben die mich überfallen und dann, ja. Also, sie hat ein Interesse dran. Ja. Aber ich höre dafür, dass er dann trotzdem die Maske anlässt. Erstmal, ja. Na komm, wir gehen erstmal hoch, dann reden wir mal drüber. Ich bleibe ja jetzt hier, oder? Ich gehe nicht mehr runter. Locker, meinst du? Nee. Oh, weiß jetzt gerade gar nicht, wer sind alles gerade unten, Parker? Du? Anderson? Anderson. Normalerweise Frau White, aber ja, weiß nicht. Was ist denn mit der eigentlich? War sie gestern da oder vorgestern? Na, okay. Kann ich nicht sagen. War auf jeden Fall da gewesen. Ja, nur Table ja auch hier hoch. Naja. Loco will hier hoch. Loco, du willst hier hoch. Die haben gesagt, sie holen mich hier hoch. Ja, es geht darum, dass es halt jetzt erstmal die Bogen geklettert werden müssen. Daher hätte ich sie jetzt erstmal für den Tag hochgeholt. Nur allein darum ging's. Nee, mir geht's nur um diesen Rang, welchen ich dann hier bekomme. Welchen Rang sind sie gerade? Tut mir leid, ich hab's so viel im Kopf. Ich glaube Rang 2. Ja, den behalten sie hier oben auf natürlich. Das ist kein Problem. Wenn sie jetzt zum Beispiel Sheriff aus Blackwater gewesen wären, wäre es was anderes. Ich würde es ehrlich gesagt aber auch begrüßen, dich weiter unten zu behalten. So sehe ich das nämlich auch. Also wenn Parker mit dir da zufrieden ist, sehe ich da auch keinen Grund, dich hochzuholen. Auch was Bluzipper sagt, ist mir dann letztendlich egal. Mir geht's auch um Sack, dass der hier meint, dass es so schlimm ist, dass Black hier 2 von dem Wild Bunch erschießt. Also... Zu Recht, ich hätte es ja noch mehr durchsiebt.
Und ich glaube auch jeder andere. Ich habe eigentlich zu Black sogar gesagt, mach alle weg. Ja, das wäre am besten gewesen. So, ja, jetzt wie gesagt zu Ihnen. Der, wie war Ihr Name? Cole Shutterhand. Cole Shutterhand. Okay. Also Sie können sich auf jeden Fall vorstellen. Ja. Okay. Ich würde sagen, wir probieren das auf jeden Fall mal. Aber dann ziehen Sie sich um, komplett. Damit Sie vielleicht auch mal ein bisschen rasieren oder so, damit Sie ein bisschen anders aussehen. Und dann würde ich mal sagen, probieren wir es, Sie als mal Praktikanten einzulernen. Mhm. Also ja. Natürlich, wenn Sie auch daran Interesse haben. Ja, man fängt ja klein an. Ja, richtig, richtig. Na gut, Loco. Okay. Schnappst du ihn, gehst mit ihm kurz umziehen, sagst ihm, was er an, zu anziehen hat, und dann Shutterhand, du hast Geld? Nee, tatsächlich nicht. Na komm her. Luca. Was? Ihr habt mittlerweile Schlüssel an den Zellen? Gib ihm jetzt mal $50, sollte reichen. Danke. Okay. Aber gehen Sie mit Loco sich umziehen. Warum? Für was denn? Ein Zimmer. In Blackwater kann man sich keine Zimmer mieten. Wie lange kann man hier ein Zimmer mieten? Immer, glaube ich. Ich habe einen für $100 bezahlt. $100 und das haben Sie jetzt erstmal die ganze Zeit? Ja, da steht nichts mit Miete oder sowas. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Gehen Sie mit ihm. Irgendjemand Bock mir $100 zu leihen? Keiner. Alles klar. Kein Geld mehr, oder? Nicht hier oben. Ich hab halt mein ganzes Geld in Blackwater unten, ne? Willst du was einlagern? Ja, ich hab noch eine Schrotflinte, die ich gerne einlagern würde. Kannst du bei mir auch ins Haus einlagern? Kannst du morgen wieder abholen, wenn du willst. Ja, das wäre ganz gut. Na, reiten wir danach hin. Ja, die ganze Zeit mit zwei Schrotflinten rumzulaufen, ist nicht so clever. Lass mal ehrlich, was meinst du zu dem? Also, wie gesagt, er macht mir einen vernünftigen Eindruck. Auch wie er redet. Ich glaube eher, er war alleine und wurde von White Bunch ehrlich gesagt aufgegabelt. So kommt mir es vor. Er hat Leute gesucht, wo er sich irgendwie dazugehörig fühlen kann. Mhm. So kommt mir das rüber. Der Witz ist, ja, der Jack Jackson hat gestern mit mir über eine halbe Stunde lang geredet und interessiert sich ebenfalls für unseren Beruf. Mhm. Ja. Ich interessiere mich für den Galgen für ihn. Das definitiv. Bin jetzt mal gespannt, wann die Goldmasken die uns bringen. Mhm. Also ich glaube heute Nacht wird das nicht mehr. Aber so gegen morgen Abend, denke ich mal. Ja, wäre auf jeden Fall gut, obwohl die ja jetzt meinten, die reiten jetzt dahin, ne? Ja, ich weiß halt auch nicht, ob die halt jetzt nur zu zweit sind oder. Mhm. Weiß, auf der anderen Seite hätte mir das jetzt auch gerade einpacken können, aber. Ja, gut, so ist das Verhältnis zu den Goldmasken natürlich noch ein bisschen gestärkt, ne? Ja, neuer richtig. Auftrag. Das ist es. Was? Sorry, ich muss mal. Was macht mein Scheißpferd wieder hier? Ach, ja. Olga, schon am Schlafen? Ist wohl noch da? Blickt er manchmal nicht durch. Brooks, wie sieht's aus? Krieg ich die Winchester wieder? Oh ja. Sehr geil. Also, freue ich mich drüber. Was ist denn hier los? Ich wollte ihn gerade hier dem Shadowhelm, würde ich gerade eine Schrotflinte verkaufen. Ich meinte, der hat kein Geld, der wird mir aber sein Araber eintauschen. Ich gesagt, ja gut, mach ich auch. Ich sehe jetzt gerade, es ist tatsächlich eine Winchester. Weil ich habe den Henry und was ist da der Unterschied? Das kann ich dir nicht sagen. Komisch. Kann sein, wie viel hat. Moment. Wie viel hat deiner Ladekapazität? 16 Schuss. Ja, der hat 14. Kann mal wieder nicht pendeln. Warte, komm, Ize, und nimm deine Waffen gern. Ja, komm rein, komm. Komm, wir boxen. Aber schön, dass ihr noch wach seid. Im Lurk. Kommt IC. Kann ich Parker verprügeln.
Gibt es auch eigentlich irgendwie eine Möglichkeit, seine Waffen irgendwo mal reinigen zu lassen? Du kannst dir einen anderen Stahl beziehen lassen, siehst du ja bei meiner. Ja, natürlich. Das ist natürlich aber so auch wieder kostenspielig, richtig? Also zu den alten Preisen hat es $400 gekostet. Ja, guck. Ja, meinen Tag kann ich morgen vergessen, wenn ich schlafen kann. Warum? Was hast du morgen so vor? Verzieren oder so möchte ich gar nicht. Ich möchte einfach nur reinigen. Scheiße, das ist immer so dreckig. Hat's mich an. Na, ich hatte jetzt auch meinen Le Mans Revolver auf einen längeren Lauf machen lassen, siehst du ja. Moment, lass mal vergleichen. Oh. Verzeihung, der war nicht auf See. Wir haben nur. Oh nein. Ich hab mich entschuldigt. Alle auf mit Pfiffchen, passt schon. Übermüdet Autofahren ist nicht so mein Fall. Ach, wollte eigentlich ein paar neue Möbel anschaffen und wollte ein paar Möbelhäuser abklappern. Okay. Ja, Sidefact von dir zu Möbelhäusern oder geht so? Habt ihr jetzt zu dritt hier gerade Phasmo gespielt, also Carter, Olga, Black und so oder was? Das ist cool. Siehst immer noch gleich aus, außer dein Hut. Ich habe ein anderes Dings Oberteil angezogen. Echt jetzt? Ja. Dem gesagt, Mantel. Ich dachte, davor, ja, alles gut. Ich dachte nur, sie wollen sich ein bisschen anders umziehen. Nicht, dass da irgendwie. Ja, ich ziehe mich auch noch irgendwie anders um, aber das ist erstmal so. Okay, bewaffnet sind sie? Ja, Revolver. Revolver, Messer haben sie auch. Lasso? Ja. Lasso auch. Perfekt. Gut. Also mal rein. Nee, ich hab da nichts gezockt. Warum? Aber Olga, wir hätten ruhig schreiben können. Ja, ich weiß, ich hab's vorher nicht gesehen. Aber vorher. So, jetzt stellen wir dich erstmal ein. Was ist denn deine Washington-ID? 21. 21. So, jetzt mal eingestellt. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. So, sie bleiben jetzt erstmal Rang 0. So, sozusagen unser Praktikant. Pferd haben sie auch? Ja, aber. Perfekt, gut. Du wirst jetzt gerade einmal bitten, die Maske abzunehmen. Maske im Dienst ist nicht gestattet. Klar, ich verstehe es unter ihren Umständen, aber jetzt sind sie erstmal bei uns und ich denke mal, ich weiß nicht, ob sie heute noch groß was vorhaben. Wenn ja, dann gerade bitte immer zu zweit unterwegs sein. Ja. Dann sehen Sie jetzt hier in der Schublade. In der sechsten Schublade, wenn Sie verstehen, können Sie Ihren Sheriff dann anziehen. Warum nicht? Warum? So? Perfekt, genau. Und jetzt? Optimal. Können Sie gerade dann wieder die Schublade zumachen? Perfekt, genau. Aber hier stand ja noch Sheriff für Blackwater und sowas. Ja, das ist nicht beachten. Sie müssen das mit dem sechsten Finger, also die sechste Schublade, bedienen sozusagen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ach so, ja. Genau, und da können Sie Ihren Sheriffs Orden anziehen. Dann kurz für Sie, gerade auch über den sechsten Finger, können Sie mir Handschellen anlegen. Tun Sie das gerade einmal bitte. Sheriff Orden, aber den habe ich ja schon angehabt, schon vorher. Okay. Wenn ich da jetzt nochmal drauf gehe, dann geht das nicht. Ja, das ist kein Problem. Wenn Sie jetzt Ihren sechsten Finger betätigen, dann sehen Sie Seile anlegen. Genau, perfekt. Können Sie das wieder abnehmen? Optimal, perfekt. Und wie krieg ich den Stern wieder weg, wenn ich außer Dienst bin? Außer Dienst ist es aktuell noch nicht möglich, uns zu gehen. Nee, ich meine, irgendwann ist der Sheriff-Stern ja weg, dann muss ich den ja, wenn er irgendwie verloren geht oder so, dann muss ich den ja irgendwann wieder anziehen oder bleibt genau. Der so? Nö, wenn sie sich jetzt umziehen zum Beispiel, ist er natürlich weg. Und dann können sie mit ihrem sechsten Finger den wieder anlegen. Ach so, okay. Genau, deswegen. Genau, so viel jetzt erstmal dazu. Weißen Hut haben sie, perfekt, bewaffnet sind sie auch, brauchen sie also sonst nichts mehr. Wie viel Geld hat jetzt ihr Outfit gekostet?
Irgendwas mit $10. Okay, dann geben wir gerade mal die 40 zurück. Jetzt brauchen wir dann Kasse reintun. Perfekt, gut. So, irgendein Wunsch, wo sie hin möchten. Also erstmal ist es Valentine durch Praktikantenzeit, ist nur Valentine gedacht. Und halt mitreiten, wo auch immer wir hingehen. Und da danach können sie sich dann frei entscheiden, wo sie hin möchten. Natürlich berücksichtigen wir das. Falls das geht, dann ja. Falls nicht, dann müssen sie vielleicht noch ein bisschen warten oder gegebenenfalls noch woanders hin. Aber sonst Blackwater, Valentine, Rhodes, was ist da? Eigentlich Rhodes. Eigentlich Rhodes, okay, gut. Weil in Rhodes wird eh jemand gebraucht, also von daher steht da eigentlich gar nichts im Wege. Okay. Genau. Erstmal, wie gesagt, herzlich willkommen jetzt erstmal als Praktikant auf jeden Fall. Okay. Die Ausbildung sollte morgen stattfinden, wenn nicht so zwischenkommt. Absolvieren Sie die, machen Sie es gut, dann werden Sie auf Rekrut befördert. Am Morgen schon, oder was? Genau. Ich kann auch Ausbildung, also die kleine Ausbildung mit dir machen, wenn ja, will. alles gut. Warum wir es nicht unbedingt machen? Ist mein Outfit so okay? Geht das so? In einem kleinen Rahmen. Naja, es sieht ein bisschen komisch aus für einen Sheriff. Ich finde, das hat Style. Naja, ist, weiß nicht. Ja, und was, Wann sieht denn nur denn? Ah, der Mantel passt mir nicht. Wann ist denn die Ausbildung? Zwischen 20 und 22 Uhr ist es samstags meistens. Muss ich mich dann hier auffinden? Ja, ne? Genau, das ist in permanent in Valentine, bitte. Es sei denn, sie reiten mit einem Deputy oder Rekruten auch noch weg. Wie gesagt, immer nur zu zweit. Ansonsten, was macht ein Rekrut als Aufgabe? Ist für Valentine zuständig, gerade zur Unterstützung der Bürger. Sie reiten ein bisschen Streif, ein bisschen Patrouille am Fluss entlang, hier oben, gucken nach Recht und Ordnung. Genau, okay. Und halt warten dann auf Anweisungen von uns. Okay. Deswegen, wie gesagt, halten Sie sich, kommen Sie mit raus. Nein. So sieht das ungefähr aus, wenn Sie mit diesem Gewehr anvisieren. Also können Sie sich gerade erstmal an Parker und Loco hängen. Können Ihnen noch viel zeigen, auf jeden Fall. Genau. Ja komm, Loco, dann mach mal. Wie steht noch aber jetzt? Loco, mach's mal ganz kurz hier auf dem Friedhof eine kleine Ausbildung. Komm mit. Aber lass ihn am Leben, wir haben keinen Arzt da. Was hat er gemacht? Was? Nix. Er denkt, guck mal, er geht direkt auf ihn zu. Heilige Scheiße. Was meinst du? Da war gerade jemand durchgegangen, weißt du? Und der wollte direkt dahin und den umstürmen. Und er denkt, was hat der gemacht? Ich motiviert. Heilige Scheiße. Lopez? Ja. Sie. Schon die Ausbildung mitgemacht? Noch. Dann atme hoch mit dir. Loco, warte kurz. Lopez kommt auch noch dazu. Okay, einen Moment. Okay. Hey, ihr Schweine. Einfach im Discord. Kommt lieber IC. Viel lustiger. Die Stadt ist belebt. Mega viel los. Ach, Parker, bin froh, dass du zurück bist. Ja, ich auch. Geheimnisse, Geheimnisse. Loco hat ja selber noch nicht mal die Ausbildung. Ja, deswegen habe ich ihn gerade hochgeschickt. Nee, ich meine, der gerade die Ausbildung macht mit denen. Der hat nicht mal selber die Ausbildung. Dein Ernst? Ja. Hell, also, mir wurde was anderes gesagt, das Loco. Och, ich dreh gleich durch. Also kann sein, dass er die hat. Dann hat... Ja. Paris in der Liste, den ich mit aufgetragen. Aber kann sein, dass Paris mit Loco und Dings separat gemacht hat. Ach, das ist seine Prüfung, aber was kann er nicht. Fertig aus. Ja. Privat, sagt sie. Danke. Nee, ich gehe davon aus, dass. Mit euch spiele ich keinen Fass. Wolltest du mir gerade kaufen? In der nächsten Zeit das Handtuch wirft da unten. Sag ich dir ehrlich, wäre ich nicht schade drum. Ja. Ich habe mich am Anfang gut mit ihm verstanden. Aber mittlerweile geht er mir auch hart auf die Nüsse.
Arschlocke. Ah ja. Wie redest du über Kater? Schlimm. Ah, ja. Das lass ich mal reinschauen. In unserer Pinnwand. Rick Loco. Das Deputy. Mhm. Kannst du mir nochmal die Reihenfolge sagen? Geil, wenn ihr die auch irgendwie mal auf der Pinnwand vermerkt. Ja, wir haben gerade nur das Problem, dass wir momentan auf der Pinnwand nicht höher als Deputy of County bearbeiten können. Mhm. Da fehlen uns noch die nötigen Rechte. Naja, nee, ich meine, dass ihr quasi die neue Zeile einfügt in der Liste und da einmal die Rangreihenfolge von oben herab. Ja, das kann man einmal auf Auftrag, damit auch jeder Bescheid weiß, weil. Wäre es ein Server beschrieben, ihr könnt jetzt alles machen. Ja. Ah, Deputy Sheriff. Schön. Und schön. Hat er irgendwas gemacht schon oder so? Kater, was machst denn du hier? Hört auf, euren Müll dazu entsorgen, wo ich schlafe. Warte. Kann ich dann jetzt auch alles machen? Beziehungsweise hast du mir auch irgendwas gegeben? Ich bin noch wach hier. Deine piepsige Stimme gehört, darum bin ich wieder wach geworden. Ich hab doch keine piepsige Stimme! Ja. Mann. Du bist hier eine Frau. Na, Karte. Wie ist es? Was bist du denn hier? Was soll ich hier machen? Der hat ja wieder eine Marke an. Ja, ich hatte die Wahl, entweder ich werde gehangen oder ich komme wieder zurück. Besser ist das. Ah, danke. Ich wollte gerade sagen, wir haben keinen Doktor, aber da ist ja einer. Ja. Warum läuft die denn weg jetzt da hinten? Ja, hast du verschreckt? Hab keine. Was ist jetzt los? Hab doch keine Angst. Brauch keine Angst haben. Alles gut. Naja. Ich kenne das ja schon, die hauen immer ab. Habt ihr Nachtschicht oder was? Natürlich. So. Ich habe immer Nachtschicht. Nur du fauler Hund hier den ganzen Tag schläfst. Hahaha, witzig. Naja. Seitdem du kein Sheriff mehr bist, sieht man dich gar nicht mehr. Hahaha, witzig. Den ganzen Tag da. Ich bin nur nicht immer hier, gerade so morgens. War ich schon so? Ich habe jetzt die Grundlage gemacht, sag ich mal. Ab wann die Festwürde und sonst was. Loco, zieh den anderen Mantel an. Aber der sieht so schön aus. Scheißegal. Das ist so viel zu warm. Zieh den anderen Mantel an. Sieh warum überhaupt Mantel? Sieht doch so wie er. Warte, nee, er. Sieht so aus, als ob du Indianer wärst. Ja, übel. Loco, komm, geh dich umziehen. Geh mich gleich um. Geh gleich durch. Kater, kannst du mir geben, ich passe drauf auf, ist kein Problem. Die Herren, ich würde mal ganz kurz zu meinem Anwesen reiten, also Sie können mich gerne alle begleiten, wenn Sie möchten. Zu welchem Anwesen? Zu meinem. Angeben. Welche Ausbildung war das jetzt, die wir gemacht haben? Das ist jetzt einfach die Standardausbildung, damit Sie erstmal alles damit, können, was wichtig ist. Damit habe ich einfach nur geguckt. Was? Warum schießen sie denn? Auf mich wurde geschossen, ohne Grund. Warum liegen denn hier so viele Leichen? Da sind welche vom diese Black Bunch oder so raus, White Bunch rausgerannt hinten. Sicher? Hey? Seit wann ist denn die? Wann ist denn dazu? Schüsse außerhalb, oder? Ja. Was ist denn los? Ich war irgendwie so ein, wer heißt das? Wo wird geschossen? Ich war so ein Typ aggressiv und hat einfach rumgeschossen. Auf mich und meinen Saloon. Bruder. Ach, sie sind vom Saloon, oder was? Im Saloon haben die geschossen. Ach, sie sind vom Saloon.
Heilige Scheiße. Ah, okay. Okay. Das ist doch wieder, sind doch wieder die Wilson-Brüder, oder wie sie heißen. Okay. Echo, bist du noch da? So wieder pennen. Kurz mal reinsliden, schreiben und wieder abziehen. Eieiei. Ey. Wo ist Luffy? Frage, ja? Ganz kurze Frage. Ja. Wie sieht das aus? Die Kühe hier in der Umgebung? Ja. Das sah so aus, als hätte er eine Kuh den Fleisch auch gekauft, ja? Echt jetzt? Schee. Na, das sah ich nicht so gut. Welche T-Shirt-Nummer haben Sie da gehabt? Oh, da fragst du mich was. Ich habe schon lange her, wo ich beim Schneider war. Müsste ich selber mal schauen. Irgendwann muss ich mich. Ich zieh mich. Ach, bist du da? Sehr gut, sehr gut. Was hast du jetzt Paris gegeben? Die Rechte vom Discord oder was? Weil der Penner ist schlafen, jetzt kann ich nichts machen. Was denken Sie, wie lange brauchen Sie jetzt am Anwesen? Gar keine Rechte mehr. Oh Gott, halbe Stunde so, denke ich mal. Sie können auch gern mitkommen. Ich werde hier warten. Wenn ich zu müde werde, gehe ich schlafen, ne? Ja gut, Sie können sich auch bei mir hinlegen, das ist gar kein Problem. Ja, ich werde in der Zelle schlafen, ne? Ja gut, machen Sie das, alles klar. Dann passen Sie aber auf, gell? Sie. Nein, den kompletten Discord. Ja, das klar, kriegen wir hin. Ne, den kompletten Discord. Ach so, okay. Bis gleich. Ja, das ist scheiße. Amigos, sollten wir uns da nicht mehr sehen, lege ich mich hin, ne? Ja, ist klar, so. Schlafen Sie gut. Wo ist ein Kater jetzt? Wie gesagt, weiten Sie regelmäßig einfach die Sheriff Departments ab und fragen Sie danach. Ja, Milano. Sehr gerne. Schönen Abend noch. Ah, au! Ah, Milano! Wo ist ein Kater? Warte mal. Kater. Ach, da steht er. Er hat sich hinter mit dem Kusche versteckt. Warum? Ich entführe dich jetzt. Hilfe! Hilfe! Kriegst jetzt Schrot in den Arsch. Mir deine Waffen geben, ich passe drauf auf. Echt? Ja. Ab jetzt. Wann bekomme ich sie wieder? Wenn ich wieder da bin. Und wann sind sie wieder da? Aber ich bin mal hier, mal da. Ich gezielt auf meinen Kopf. Ja, ist das zu sehen? Ja. Hab ich überhaupt nicht, ich habe in die Luft gezielt, so. Wie mal das Paddy ist auch gesagt. Oh. Was machst du jetzt noch? Ich hab grad gesehen, du bist ein 5M. Willst du das angeben mit der Maus oder was? Oder was? Ja, natürlich. Aber ich hab gar keine Waffe. Wenn dieser komische Bär kommt. Achso, ja, genau. Kurze Vorwarnung. Bei mir leben drei Bären. Im Ernst? Ja. Ja. Ist links der anwesend oder wie? Nein, nein. Ich will einen Revolver haben, diesen einen da. Wie hast du sie getauft? Den hier? Den Lemon. Oh. Ne, gib doch hier. Den Navy. Habt ihr gut gemacht. Habt ihr echt gut gemacht. Ja, der kostet auch $100 oder so. Brauchst du jetzt Kohle oder hast du? Ne, ich hab Geld. Ich brauch den Revolver. Ich brauch aber Geld, wenn sie so fragen. Ne, chille. Ach so. Parker, wie war der? Hab ich gehört. Black hat vorhin zwei Wild Bunch Dinger, Wild Bunch Wiki da oben geknallt. So, wer braucht Geld? Der Viro. Ah ja. Können Sie mir die Fußnägel schneiden die nächsten zwei Wochen? Die kann ich machen. Dabei abknabbern. No. Von dem kann ich die Füße sehen, ich bin komplett schwarz. Wie heißt nicht Daddy und lauft die ganze Zeit barfuß rum, oder? Das hat nichts damit zu tun, deine Form bestimmt ab vom ganzen Rauchen. Kannst du die abschneiden, wenn du soweit bist? Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, eine Axt habe ich in der Kutsche liegen. Ich finde es schade, dass man da keine Waffen reinmachen kann. Wo denn? Kutsche. Ja, aber dafür ins Haus. Hab ich ein Haus? Weiß ich nicht. Heilige Scheiße, wo wohnen sie? Ja, sehen sie gleich. Parker und ich kaufen uns bald eventuell ein Haus. Der Weg lohnt sich, glaub mir. Ich bin mal gespannt. Rechts, links, links, rechts. Links, links, links. Wenn ich gleich vom Bären gefressen werde, seid ihr alle am Arsch, ist euch klar, ne?
rechts rum. Ja, vielleicht kennt ein paar von euch, aber es lohnt sich wirklich. Oh, also ach hier, oh ja, schön. Nein. Hast du ja schön eingerichtet. Schöne Wagen. Ja. Ich hab schon gedacht, dass du nur ein Zelt halt leisten kannst. Ach, die Pressekarte. Werf dich gleich ab. Heilige Scheiße. Ich bin mir nicht sicher, ob ich meine Sachen bei Ihnen lagern soll. Was soll das jetzt heißen, Parker? Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass ich nochmal hier hinkomme. Allein. Da ist gleich fallen wir hier runter. Ich sehe schon kommen. Ach was, stell dir nichts an. Oh hier, das ist aber schick. Doch nicht. Auch hier nicht, nein. Ich habe ein. Wie viel haben sie für das Haus gezahlt? $5? Nein. Das hat er geschenkt bekommen. $600, ne, $500. Heilige Scheiße. Ja, klar, ihr werdet gleich staunen, glaubt mir. Ja, ich staune schon. Ich hab ganz schöne Häuser unterwegs zu sehen, ja, ja. Ach, die Fresse. Gleich gibt's Bärenfutter. Weiß nicht. Ich habe nur noch nie eine Ausbildung gemacht. Ah. Also, jetzt Vorsicht, Waffen raus. Ach du Scheiße, ich bin toll, ich hab keine ausgerüstet. Kannst doch noch. Boah, schön sieht es da aus. Ein paar Zelte hast du aufgeschlagen. Auch hier nicht, nein. Da läuft was. Ist das? Ist ein Reh. Komm, ich schieß dich ab. Wenn sie schaffen. So. Willkommen. Aber mein erster Schuss hat gar nicht gesessen. Willkommen an meinem See. Ah ja, ja, an ihrem See. Ja, richtig, den habe ich mitgebrachtet. Als ob. Natürlich. Vorsicht, da vorne ist der Bär. Wo? Wenn wir vorne gleich ums Eck reiten, ist er nach links von uns. Nachladen. Pass auf, hier jetzt nach dem Stein links hockt er meistens. Ah, ist nicht da. Warte, ich ruf ihn. Bär! Bär! Komm nicht. Ich glaube, ich habe da was gehört. Das ist das Haus da vorne? Ja, richtig. Voll hässlich. Voll hässlich. Jetzt mal ausrüsten, ja, mit der ganzen Sache hier. So, und so. Auf. Oh, was Fisch, was ist hier denn? Lachse. Na, komm mit. Mein Schlüssel passt auf jeden Fall nicht. Ja, ist auch gut so. Na, komm mit. Er ist an Außenbereich gebaut. Hoppala. Oh, nicht schlecht. Lass mal einer sagen, dass hier scheiße ist. Sieht echt scheiße aus. Den Stuhl hast du falsch gestellt. Lass doch den Jungen in Ruhe. Oh, jetzt hab ich die. Das wollte ich gar nicht. War zu schnell. Ah, da fehlt ein Stuhl. Da hab ich die schon geklaut. Hey, Kater. Kannst du mir ganz kurz helfen, bitte? Ja, gib mir deine Waffen ruhig. Ich pass drauf auf, ist okay. No, ich brauch eine Behandlung. So, mein Kopf tut ein bisschen weh. Der Kopf tut weh. Nee. Hast du so an der Seite Schmerzen, da kann man so diese Schläfen massieren, weißt du? Massieren sie mal? Ja, warte. Na, guck's dir an, Echo. Das ist unser Haus, unser Haus. Viel besser. Ja, einfach schön. Das sind so ganz einfache Tricks, dann kann man so einfach die Schläfen. Ja. Warum schleppst du jetzt das Teil mit dir rum da? Kommt euch ruhig hin, kurz, wir kommen gleich raus. Boah, open. Warum kann ich die Kiste nicht aufmachen? So. Ach, hier wohnst du, Brooks. Ja, im Topf. Ja. Im Topf. Nicht schlecht, ne? Mach auf für sie. Was setzt die Kiste jetzt hier draußen? Was ist da drin? Kann ich öffnen. Warum steht die Tür auf? Achso. Kannst du auf die Kiste zugreifen? Auf welche? Die hier? Ja. Wie macht man das? Oh Gott. Geht nicht. Parker, du auch nicht, oder? Negativ. Gut, dann gib mal her, das Ding. Lager ist ein. Können Sie meinen Bogen bitte einlagern? Ja, kann ich machen. Wer hat da alles Zugriff von Ihnen? Nur Paris und ich. Wenn er weg ist, kriege ich $250.
Da liegen schon drei Bögen drin, also machen wir halblang. Wie ist die Schuss? So, bitteschön. Littery. Ach ja. Hab ich ihn gegeben. Aber uns war es noch nie besuchen. So, wie gesagt, ich würde die morgen wahrscheinlich wieder abholen. Ja, kannst du machen, alles gut. Mach wieder zu hier. Ja, versuch mal. Also bei mir ist zu. Oh, guck mal, oh je, ein Pferd. Nicht treten, bitte. Ist das mein Pferd, sie? Das ist nicht. Kann mal jemand das wegmachen, bitte? Aua! Oh nein! Oh Gott sei Dank. Das kann das immer jemand wegmachen? Noch nicht so! Wie denn dann? Doch weg! Einfach aufs Pferd steigen und den DH mal auf den Kopf hauen. Oha! Wo haben sie das Ding hingeworfen? Ach ja. Einfach weit weg. Weit weg. Sind sehr aggressiv, Senior. Ja, war nicht so toll das Lied. Kann mal einer sagen, hier ist nicht schön, ey. Red mal lauter, ich höre dich kaum. Ich hab noch nicht mehr so gute Ohren. Oder hast du Angst, dass der Bär wach wird? Ich hab einen Bär schon schreien hören. Ja. Parker, schieß mal in die Luft. Nein. Ja, dann setz dich ruhig. Aber ist doch geil hier, ganz ehrlich. Auf jeden Fall entspannt. Ist echt süß. Aber ich will nicht wissen, wie oft ihr eine Pimmelparty macht, oder wie man das heutzutage nennt, und nackt in den See zusammen springt. Ich glaube, Peres und Brooks sitzen mal genau da auf der Bank nebeneinander, wenn sie Feierabend machen. Und erzählen sich schöne Geschichten. Ja, richtig. Ach ja. Ja, wir machen morgen wahrscheinlich jetzt hier einen Boxkampf. Freue ich mich wahrscheinlich schon drauf. Das wird sehr gut. Ja, bitte. Hier kannst du die Maske übrigens abziehen, ne? Ich glaube nicht, dass Wild Punch hier vorbeikommt. Wann ist denn jetzt hier? Also morgen um 20 Uhr? Ja, meistens so gegen 20 Uhr ist die Ausbildung, ja. Ja, ja. Also ich glaube, es sind ziemlich... Oh. Was soll das jetzt? Das war doch auf dem Schoß. Ein bisschen kuscheln oder was? Und er erzählt was von Pimmelparty. Hey. Da wollte er mal anfassen, weißt du? Ja, wahrscheinlich, ja. Loco wird schon immer mal dabei sein. Hallo, du bist herzlich willkommen, ja? So. Ich wollte nur gucken, ob der groß genug ist für, hier, wie heißt der? Peres. Ach du Scheiße. Passt denn deiner rein? Bei Peres. Loco. Meinst du meinen? Nee, aber Loco bei dir reinpasst. Peres bei dir reinpasst. Ich bin nicht vom anderen Ufer, tut mir leid. Du bist doch am Ufer. Aber nicht am anderen da drüben. Ja, wenn wir jetzt hier noch ein Kanu hätten, das wäre so geil. Ja, ich fahr kein Kanu mehr. Ich habe mir die letzte Nacht ein Kanu gekauft und bin rausgefahren zum Schiffen und habe ich Kopfschmerzen bekommen. Bin ich wieder zu mir gekommen, Kanu war weg und ich war mitten in nirgendwo. Das ist ärgerlich. Ja, ich wäre fast abgesoffen. Nee. Kein Kanu fahren mehr. Hey, die Herren, werdet ihr alle beim Boxkampf dabei? Kostet ja, aber. Ich höchstens als Arzt. Ja, um mitzumachen, müssen sie sich einkaufen. Wie viel? Na, das überlegen wir noch. Wir sind wahrscheinlich bei $10 oder 15. No take, mein 10. Alter. Junge, willkommen. Ich will 15 machen. Von mir kriegen sie nur 5. Ja, Sieg ist sicher, er will den Jackpot haben. Das werden wir wahrscheinlich so machen, dass jeder einzahlt und der Gewinner kriegt dann alles. Und dann ja, das halt... Geld könnt ihr mir geben. Ja, genau, Kater. Ja, aber rennst dann weg. Na, ich doch nicht. Ja, und dann Betten halt abschließen und so. Oh, oh. Wer macht denn das mit dem Wetten? Muss er mal ein bisschen... Ich keine Köder dabei. Ich hätte noch ein paar, wenn du willst. Nee, jetzt habe ich keine Lust mehr. Toll. Da liegt einer. Guck mal, ich sehe deinen Wurm. Hm,
Danke. Das ist wieder die geilste, also der geilste Ort, wo du ihn hättest hinlegen können. Trenn dir deine Bart auch in echt. Oh, danke. Möchtest du jemand einen Revolver kaufen? Nur ja, 50 Dollar. Welchen denn? Den Kettleman. Ach, nein. 50 Dollar kostet 35. Nur 5, wo kannst du sagen, willst du dich verarschen oder was? Hä, wo kostet der 35? Was? Kriegst du hier bei, ich weiß gar nicht, wie teuer der in Valentine ist, aber was sprichst du doch rum hier? Überall anders ist der günstiger, außer in Valentine. Ja, jetzt kostet der überall 35, aber gestern noch hat der in Tumbleweed 12 Dollar gekostet. Ach so, also haben sie kostet doch wieder der, kostet der dann nicht mit 12? Ah, überall 35, ja gut, ich hab noch einen aus Tumbleweed, dann kann ich den wenigstens für 30 verkaufen, mach ich immer noch gewinnen. Ich hab heute schon einen für 60 verkauft. Nee, ich brauche aber einen anderen, entweder ein Le Mans oder diese Navy-Dingen da. Ja, ich hab ein Le Mans. Ja, gib her. Ich auch. Ja, ja, was sagst du? Den Le Mans. Ja, 100. Nicht deinen. Deiner ist abgegeben. Gib dir 100. Wenn du sagst, nee, dann kann ich mir auch die Navy holen. Die krieg ich für 100. Sind nicht für 160? Wie ist denn der Navy so? Wir haben schon gehört, dass er recht. Der soll richtig gut sein. Ja, wenn du noch eine Verlängerung holst und so, macht er wohl mit dem Repetiergewehr Konkurrenz. Oh. Das ist nicht schlecht. Ja, ich verkaufe den Le Mans für 100, ist okay. Ja, dann nehme ich ihn dir ab. Nee, nee, du kaufst ihn mir ab. Abnehmen lasse ich mir von dir nichts. Die Zeit ist vorbei. Ich verkaufe den dir für 80. Okay. Komm, bettelt euch runter, kommt. War's denn ja auch. Muss ich aber erst, können wir Essen wieder machen, wenn wir in Valentine sind. Ich habe keine 100 Dollar dabei. Also erstmal Real Talk, was ist das für eine Atmosphäre hier? Ich mal ein zweites Holz dazu nehmen. Ich glaube, eine Flinte hole ich mir lieber nicht. Ich glaube, die bin ich wieder schneller los, als ich gucken kann. Krank. Ich hätte noch eine. Ich muss noch unbedingt mehr Stühle hier hinstellen. Geht nicht gut, wenn ich die habe. Ein bisschen größer, damit noch mehr Leute hier hinkommen. Oh, das ist. Ich habe so Gänsehaut, das ist echt mega gut. Wusstet ihr, wovon ich ein riesen Fan bin? Von mir? Von Brooks Musik oder von seiner Glatze? Nee, von Brooks Musik und von der Mundtrommel. Ach Gott, ey. Gleich fällt dir ein Zahn raus. Weißt du, guck mal, das ist so eine schöne. Das ist so eine schöne Atmosphäre gerade, weißt du? Und er kommt mit seiner Maultrommel. Alles klar, ihr seid nicht so die Fans, ich merke schon. Ich hab mir zugehört, was sollen wir machen? Sollen wir jubeln oder was? Sag mal, weiß eigentlich jemand, wo Jimmy ist? Die habe ich jetzt schon ein paar Tage nicht mehr gesehen. Ja, richtig. Seitdem der so sauer war. Seitdem der so meine sauer Güte, war. Güte, komm runter, ist von meinem Schoß, ich dreh gleich durch. Plätze getauscht, dieses Brooks auf seinem Schoß. Ich dreh gleich durch, ich hab mit dir jetzt. Ich geb mir die Gitarre in den Arsch. Ey, seitdem der so sauer war auf diesen einen da, den ihr aber gefasst habt da, der ihn da zuvor angeschossen hat. Ja. Hab ich den nicht mehr gesehen, aber soll ja doch ein Vorfall gewesen sein mit Lucifer oder so. Du musst dich auf die linke Seite setzen. Lucifer, mein Jimmy hat einfach auf ihn geschossen. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also die hatten wohl irgendeinen Streit, das habe ich noch aber nur ganz kurz am Rande mitbekommen. Da standen sie vorne bei uns in der Praxis drinne. Ja, aber Jimmy schießt nicht einfach so auf Lucifer. Das macht keinen Sinn. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Liegt einfach daran, dass du dumm bist. Also ich würde gerne auf Lucifer schießen. Aber warum? Hat er irgendwas gemacht oder was? Dass momentan so einige Leute. Der labert Scheiß über mich. Okay. Ach, ich hab gar keinen Bock mehr drüber zu reden. Das ist immer Scheiß auf das Thema einfach. Ich kann da eh nicht wirklich was zu sagen. Ich bekomme da unten ja nichts mit. Ja, der will jetzt auch eh aufhören da mit seinem. Sag mal, Kater, hast du mir ein Bier aus meiner Kiste geklaut? Geht den Scheiß an. Was soll das denn jetzt? Hast du wenigstens einen Dollar reingelegt? Da hast du die her. Jetzt verarschen oder was? Ein Dollar für ein Bier. Ja. Du kannst auch Fort Merce reiten, hol dir da ein Bier weg wieder. Das Kater hat mir uns mitgebracht, deswegen ist er ganz nett. So einer. Also ich finde es ja wunderschön. Ja, ist auf jeden Fall entspannt. Und wie viel hat das gekostet? Ich glaube 500 Dollar, glaube ich. Ja, aber ich habe auch so
eine kleine Hütte in Aussicht. Mit mehreren natürlich. Kann man eigentlich, ja, kann man eigentlich alle Hütten jetzt hier kaufen? Du begehen kannst ja. Mhm. Wenn du siehst, da ist kein Schloss dran, dann kannst du zum Makler. Siehst du den Aurora Basin? Was für Zeug? Aurora Basin. So, lass mir das Bier weg. Was ist das? Westlich von Blackwater. Das ist ein Ort. Wir haben einen Tisch, wir haben Stühle, wir haben Bänke. Ja, auch der Boden. Ja, aber der Boden ist bequem. Ja, macht er. Hier stand eigentlich noch so ein Chefsessel, das war eigentlich meiner, aber irgendwie hätte es den wohl entfernen lassen. Ja, der hat bestimmt Wasser geschmissen, hätte ich auch gemacht. Komm gleich rüber. Sind hier immer Fische? Ja. Ich glaube, da komme ich hier mal angeln. Was machst du da? Da musst aber eine Fischerlizenz mitbringen, gell? Wenn du die nicht hast. Ja. Und Tay weiß auch irgendwie, wo dieses Haus ist, hat er mir auch weiter erzählt. Woher weißt du das? Weiß nicht, wurde ihm vielleicht gezeigt. Also mit ihm war ich noch nie hier. Also ihr seid jetzt die einzigen, die ich das jetzt gezeigt habe. Klar, viele waren wahrscheinlich schon hier, weil sie den See kennen, aber sonst ist es so, dass es unseres ist, weiß eigentlich jetzt nur ihr. Was hast denn du gesehen? Also es könnte sein, dass er irgendwann mal hier hochkommt. War ein Otter oder so. Kann er ja machen. Ist ja jeder willkommen hier. Aber wie gesagt, da drüben am Steg hat's Lachse. Wenn ihr angeln wollt, sehr gerne. Ach, jetzt doch, oder was? Ja, nachdem du die Angellizenz bei mir gekauft hast, dann Ich seh dich, wenn du da oben runterreitest, dann schieß ich den Kopf. Dann hast du deine Lizenz. Oh, Senior, ich setze mich einfach neben ihn. Ja, wenn's sein muss. Also ich an seiner Stelle würde da hinten nicht so rumrennen. Warum ist er noch ein Bär oder was? Warum sitze ich so neben dem Stuhl? Weil Parker den kaputt gemacht hat. Ach Parker, du bist ein Arschloch. Hat er ein Tier erlegt oder was? Oh ja. Einen schönen Silberfuchs. Wollte schon immer so einen Teppich haben. Ja, warum nicht, ne? Ich weiß gar nicht, wo das Bärenfell abgeblieben ist, was ich dir einfach abgenommen habe heute Morgen. Ach, das, was dir geschenkt habe, oder was? Ja. Irgendwas ist. Nimm mir mal einen Whisky. Kein Problem, bedien dich. Reichlich hier. Kater. Ja. Lust, einen Lachs rauszuholen. Scheiße, jetzt ist das verkehrt an. oh ja, könnte ich, habe alles dabei. Ja, komm, aber könnt euch ja gegenseitig helfen, den Lachs rauszuholen. Hilft mir gerade jetzt auch dabei. Aber wir sind den Lachs abschrubben. Kann ich bitte diesen Mantel anlassen, bitte? Der gefällt mir so gut. Nein. Dankeschön. Ich überleg's mir mal bis morgen, aber. Oder wollen wir hier oder was? Da sind auch welche, oder? Komm mit Kater da hinten am Steg. Oh ja, hier sind ja einige, warte. Was ist der Lachs? Direkt hier schwamm eben, ach nee, das ist halt weg. Direkt hier links schwamm eben einer. Ich hab da, glaube ich, einen Bären gehört. Oh, das ist nicht, ist normal hier. Ich glaube, es geht aber nicht gut, wenn wir hier auf einem Steg sind. Ich gehe mal hier an der Seite. Ja, doch, soll nur nicht im Wasser stehen. Oder jetzt ruhig mit auf dem Steg können, ist ja kein Problem. Ja, aber dann angelt man öfters die gleichen Fische. Und, oh, da kriegt man doch bestimmt wieder Kopfschmerzen. Was? Kann sein, kann aber auch nicht sein. Ja, aber... Da hab ich da hingeworfen, da schwimmen die Fische jetzt weg. Ja, ziemlich zu verarschen. Komm, auf. Komm, Fisch, da ist mein Köder. Komm, beiß an. Ja, noch ein Stück. Jawohl. Schon lange her, dass wir angeln waren, Kater.
Waren wir überhaupt schon mal zusammen angeln? Einmal, ja. Gucken, ob ich jetzt Kopfschmerzen bekomme vom Fisch. Nee, alles gut. Ist schon raus. Ja. Ein Naturtalent. Ach ja, ich hab das richtig drauf. So, ich bin morgens immer angeln. Nein, er möchte nicht. Was raus. War ein Sack. Nicht weg. Oh, die schwimmen von meinem Köder weg. Dann würde ich auch machen. Mach raus aus dem Wasser, was ist mit dir los? Wechsel die ganze Fische. Wo schwimmst du denn hin? Oh nein, wenn der jetzt an meinem Köder anbeißt. Na gut, zieh ihn weg. Was ist hier her? Ey, er kommt einfach nicht raus. Ist er noch ein Fisch? Komm ich da hin? Nimmt der wieder weg, oh Mann. Ich raste gleich aus, gell? Jetzt kämpft er wieder, schwimmt wieder nach Jerusalem. Aber es raus. Er schießt dich sonst. Geh mir nicht auf den Sack. Was machen die anderen eigentlich? Wir stehen hinter ihnen. Kann ich eigentlich als Praktikant auch jemanden inhaftieren? Natürlich. Sie haben alle Rechte des Deputies. Einfach. Faust ihm aufs Maul und schmeißt in die Zelle. Okay, und dann so guckst du auf deine Tasche nur und mit einem halben Glockenschlag holst du ihn raus. Zum Beispiel, wenn du so lange geben möchtest. Okay. Hab ich denn die Schlüssel für das? Einfach sagen, die Tür ist abgeschossen. Mhm. Aber die Schlösser funktionieren nicht so ganz. Aber für Valentine hast du Schlüssel. Jetzt kommen wir raus. Brook, wie werdet ihr das machen? Dass Paris und du beide in Valentine bleiben oder dass einer nach Dings kommt? Wir sind beide in Valentine, aber wir sind nicht fest stationiert. Wir reiten permanent rum. Wir gucken ja nach allen. Also ich würde gerne in Rhodes stationiert werden. Wenn du jetzt nicht gleich rauskommst, komme ich zu dir rein. Trauen Sie sich eh nicht, Senior. Da habe ich ihn da. Meint ihr mich? Mit dem Kopfschmerzen. Nö. Über Glück. Ich will jetzt so einen Lachs haben. Wo ist ein Parker? Da ist ein Parker. Parker, wo sind deine Füße hin? Er hat keine Füße mehr. Frag ich mich auch gerade irgendwie. Parker, komm mal ganz kurz mit. Warte kurz. Habt ihr keine Angel dabei, Jungs? Ey, Fische, jetzt kommt mal wieder näher. Och mein Gott. Cole? Ja? Keine Angel dabei. Doch. Na dann auf geht's. Ja, aber die, wie viel machen die, wie viel kann man die denn jetzt verkaufen? Wie viel Dollar? Ach, es geht ja nicht ums Verkaufen, es geht ums gemeinsame Fischen. Ja, aber nur noch einen Köder. Na also, na hängen rein, den Lachs. Ich würde ihnen nicht raten, im Wasser zu angeln, wir müssen da rausgehen. Das wird schwer am Einziehen. Hey Kater! Was? Hier drüben sind die Lachse. Wow. Komme ich hier auf den Stein? Ja. Hey, oh, kleiner Lachs. Oh, ich glaube, den kriege ich beim ersten Mal. Ah, doch nicht. Also ich habe meinen beim ersten Mal bekommen. Na komm raus, Sir. Komm, beiß an. Komm, hier, da ist er.
Ich bin doch nicht vom Köder. Ich hab ihn. Oha, ist der. Ach du Scheiße. Bitte keine Kopfschmerzen. Du Scheiße, wasch dich mal. Da, jetzt geht der mal ein Köder. Verscheiß den Fisch. Das ist ein richtig Fisch, für dicken Fisch an der Angel. Ey, du. Mein Köder treibt ab. Jetzt ist der Lachs weg. Ne, der ist er wieder. Guck mal, mein Köder treibt ab wegen ihm. Oh Mann. Hier mit alles und ins Wasser, jetzt ist egal. Ihr kriegt keine Fische mehr. Pass auf, da sind Piranhas drin. Oh, ich ersaufe gleich. Und der Bär, der schwimmt auch. irgendwie geht's mir nicht gut. Hat jemand auf mich geschossen oder so? Ja, mit der Angel. Parker. Du musst meine Schläfe mal. Ich habe Ihren Namen vergessen. Sie müssen meine Schläfe bitte massieren. Nur am Angeln. Wie dann danach? Ich habe keine Schuhe mehr. Kauf dir welche. Ja, dann undress dich einfach. Was? Andres? Ja, das hatte einen in Blackwater letztens gesagt. Ja, geil, keine Schuhe mehr, egal. Hätt's gemacht. Er ist ins Wasser gefallen. Oh, da schwimmt noch ein dicker Lachs. Muss mich nicht strikt als Lachs bezeichnen. Jetzt mal was trinken. Ja, ja, okay. Und danach meine Schläfe bitte massieren. Ich hab's getroffen. Hör doch auf die Lack. Oh. Ich hab's getroffen. Bitteschön. Konntest du ihn aufgeben? Nee, konnte ich nicht. Hab ich ihn getroffen. Oder nicht. Was lachst du? Oh nein. Ich dachte schon, er wirkt ihn jetzt. Hab ich auch schon kommen sehen. Ein Sheriff kann so eine Boxerei teuer werden. Ihr wisst, der Verlierer zahlt $50. Ah! Ja, das geht in die Arztkasse. Ich sag's euch, der Verlierer zahlt $50. Ja, aber da muss. Mir scheißegal. Hör auf, was machst du? Er tritt dich am Boden. Ach, Kater. Hast du mir noch Fleisch dabei? Gebratenes? Gebratenes, ja. Okay, nee, Brust, pass, hab genug, danke. Okay. Boah, jetzt habe ich nur noch eins in der Kutsche noch was liegen. Ja, ich habe hier auch noch 25 im Haus liegen. Ach, die Leute machen mich fertig. Wie kann ich den schubsen? Wie kann ich den schubsen? Mit den Händen. Jetzt übertreib nicht, auf. Wie kann ich schubsen? Wie kann ich schubsen? Hinrennen mit deiner Linken. Warte mal, mach ich mal. Das hat der jetzt nicht gesagt. Karte? $50 Rechnung. Nicht für den Verlierer. Ey, Doc. Ja, schmeiß ihn nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser. Mal. Schmeiß ihn oben hin. Na komm, ja. Wer war das eigentlich? Hast du ihn umgebracht? Nein, der ist mit dem Kopf auf den Stein geklatscht. Umgebracht? Bin tot oder was? Nein, musst du die Schläfe ein bisschen massieren. Jetzt fangt ihr alle mit Schläfe massieren an. Ich habe zum Glück ein bisschen Riechsalz mit in meiner Tasche. Ich weiß nicht, ist das Riechsalz? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall weiß. Komm halt mal ein. Oh, das riecht nach Parkas fetten Cousine. Oh. Wer kommt da angeritten? Komm mal schießen. Wolfe. Wolfe. Ich geh die kaputt schlagen. Ich hab einen. Ich hab zwei.
Ich hab einen getreten. Ich hab zwei gekillt. Ich hab zwei gekillt. Er ist da angeritten gekommen. Weiß ich nicht. Boah, den nehme ich mit. Also ich hab einen kaputt getreten. Ich hab zwei getötet. Da sind sie. Mister, hast du gesehen? Ich bin Note, Mr. Carlos hat gesagt, sie sind hier. Ah, woher wissen Sie, dass wir hier wohnen? Dass ich hier wohne? Mr. Carlos hat mir gesagt, Sie sind hier. Aha. Der bringt erstmal Wölfe mit. Na gut, natürlich auch herzlich willkommen, aber komisch, dass du weißt, wo ich wohne. Ich weiß jetzt. Wo kann man jetzt ein Grauschest machen? Du hast mit Peres hier, oder was? Ja, richtig, Peres hat mir einmal gezeigt. Setzt euch hin. Den Platz. Wie ist in der Kiste? Bedient euch, wie gesagt, Bier ist in der Kiste. Und locker, wenn du mir nochmal auf den Schoß setzt. Also ist bequem? Kater? Was denn? Ja, sitzt so. Genau. Ach. Das wollte ich nicht. So, so ist doch entspannt. Tschö. Ach ja. Er schwimmt da schon wieder in meinem See rum. Irgendeine Putter. Ich hab mal meinen Sattel mitgenommen, ne? Aber ist gut, kannst sauber machen. Kannst du meinen auch noch sauber machen? Meinen auch bitte. Könnt ihr alle mal so was an ihre Sattel lecken? Wisst ihr eigentlich, dass Parker seine Cousine fett ist? Keiner ist seine auch. Ist mit ihm los? Hat die Biene gestochen, oder? Ja, wahrscheinlich. Wusstet ihr, dass Loco auf meine Cousine steht? Jetzt bevor, es springt gleich ein Bär vom Baum runter und frisst ihn. Mist? Geh mal alle mit euren Cousinen, ey. Ja. Also, ich wusste nicht, dass ich eine Cousine habe. Was ist jetzt das auf eine? Komisch, dass sie Loco mit Nachnamen heißt. No. Notte, du hast noch gar keinen Stuhl. Warte mal. Peres ist. Aber ich habe das von Peres jetzt nicht verstanden. Wem gehört dieses Haus jetzt? Peres und hier, ich habe seinen Namen vergessen. Mr. Brooks. Brooks. Genau. Brooks und Peres. Aber Brooks, ja. Warum teilen sie sich ein? Sie sind beide reich. Ja, wir wollten zusammenziehen. Wir laden uns halt hier das schöne Anwesen sehen. Oh, also doch, diesen Lack schrubben. Okay, genau, die Fresse halten. So. Warte, ich hol dir den Stuhl im Moment. Hola, Senor. Sache, ich kann mir das richtig vorstellen. Die sitzen hier abends gemeinsam auf der Bank. Aber ich. Jetzt mal ehrlich, ich finde es echt entspannt, hier so einfach so zu sein und seinen Spaß zu haben. Also Spaß haben im Sinne von Lachen. Was denn sonst für ein Spaß? Oh. Jetzt kommt Trompete. Also da kann Parkers Cousine besser blasen. Senior, er hört sowas. Nimm dein Sattel mit, du Schwein. Ich hab einen Bär gehört. Wie von meinem Schuh? Was war das? War das ein Bär? Oh, das war ein Jaguar, glaube ich. Jaguar. Oh, da kann ich ja mal meine Boggen zum Einsatz bringen. Oh, Naute, du hast einen Stuhl. Oh, danke schön, Senior. $40, bitte. Was? Nein. Ich wollte mich hinsetzen, Senior. Das tut mir leid. Geh sie aus dem Weg. Das hätte ich aber auch gemacht. Ich will Brooks auch immer. Das ist gar nicht schlimm. Für $40 würde ich auch Brooks anbringen. Spaß. $40. Das ist ja ein günstiges Kopfgeld. Brooks. Ja, bitte. Wie sieht's aus? Wir haben ja jetzt alle Namen. Sollen wir nicht einfach für jeden? Nicht? Was meinst du für jeden, was? Wir haben ja jetzt von jedem die Namen quasi von White Bunch. Ja. Sollen wir nicht von jedem einfach einen Haftbefehl ausschreiben? Ja, Parker, das kannst du doch gerne gleich mal machen. Wie?
Luko? Aber ich sehe ja den Haftbefehl nicht, oder wo schreibt er? Warte. Genau. Ich kann nicht schreiben und fragen Sie hier. Hallo, ich verstehe gar nichts. Was für White Man? Ich erkläre es dir. Wir haben ja gestern hier den Herrn links von mir gefasst, sie. Parker, setz dich doch hin. Also ich habe ihn eingeknastet. Ja, seid alle ganz kurz leise, bitte. Haha, hallo, Senoro! Und er hat gesagt, er wäre nicht von White Punch, obwohl er es noch war. Aha, sie hat den recht. Und sie, natürlich, ich habe eine gute Nase dafür. Und dann wurde er heute aus der Familie rausgeschoben müssen. Und die haben ihn halt alles noch wissen lassen. Sehr schön, sehr schön. Haben sie gute Arbeit. Wie heißt denn der Herr nochmal? Cole. Ja. Und dann hat er uns jetzt... Sie waren gestern sehr wütend. Ja, die haben mir den Le Mans von meiner Mutter geholt. Das war nicht ich, Senoro, das war ihre Compañero. Das musste ich machen, Senor. Ja, jetzt kann ich ihn ja wieder kriegen. Warte mal, Cole, wie... Und mit Nachnamen? Cole Shutterhand. Sie haben noch ein paar offene Arztrechnungen, glaube ich. Das kann nicht sein. Ich glaube nämlich schon. Ich glaube, in unseren Büchern stehen sie dreimal drin. Was ist dann passiert mit White Bunch gefunden? Und dann, haben wir jetzt die Goldmasken auf die gehetzt. Oh. Ah. Cool, wenn wir schon da mal hier zusammensitzen. Einmal im Leben gute Fall. Arbeit geleistet. Wir haben dann einen davon eingeknastet. Und Lucifer, dieser Piep. Ja, ich weiß. Ist da die ganze Zeit rumgelaufen und es wird mir langsam zu viel, weil jeder rein und rausgegangen wäre, als ob es ihr Haus wäre. Habe ich gesagt, Lucifer, verpiss dich jetzt einfach hier raus. Cole? Ja. Schreib's mal kurz an die große Pinnwand mit dem Punkt. So, und dann. Senor Brooks! Na bitte. Dürfte ich meine Bogen bei Ihnen lagern? Also langsam kostet es hier Lagerplatz. Oh bitte. Senora, was ist das denn? Kater, möchtest du auch was lagern? Ich hab einen Punkt geschrieben. Kater lagert deine Seele. Nee, so ein Holzstück wollte ich mal lagern. Hauptsache ich nehme ein bisschen Platz weg. Ich will nur meine Bogen hier lassen. So, und dann danach musst du wissen, okay, ich habe gesagt, er soll hier bitte rausgehen. Ja? Yeah. Und dann erzählt er rum, ich habe gesagt, er soll aus Blackwater gehen. Oh Gott. Aber egal auf dieses Thema. Ja, diese Compañero, da müssen wir drüber einfach vergessen. Und dann bin ich ausgerastet und hab den beleidigt. Ja, ich hatte heute auch einen Ausraster. Mit dieser Karte. Ja, das war was. Ich muss ja. Aber Lucy, war es ein großer Unterschied zu Mr. Carter? Mr. Carter ist ehrlich und sagt im Gesicht. Cool. Lucy war so schlimm. Ich hätte dich gar nicht gedacht. Ist er, ja. Was man ist? Hört momentan immer mehr, so, also Negatives. Was ist? Was gibt's? Schaust dich mal ein bisschen auf der Pinnwand um. Habe ich ihm auch schon gesagt, aber ob er es gemacht hat, kann ich leider nicht verfolgen. Oben gibt es die Gesetze, die bitte durchlesen. Hab ich schon. Perfekt. Dann sehen Sie hier ein Sheriffs-Abbild-Postfach. Dann wissen Sie ja schon, was Sie zu tun haben. Naja, aber ja, ich will mich hier erstmal nochmal richtig umziehen. Ja, machen Sie das. Wie gesagt, das bin in den nächsten Tagen machen. Da muss mir dann auch gefallen. Also so wie es jetzt ist, ist er provisorisch. Ach Leute, ich könnte hier den ganzen Abend sitzen. Du bist halt alt, ne? Sagte er. Stirbt wahrscheinlich nächstes Jahr an Altersschwäche. Und wo kann man die Geldstrafen sehen? Aber in dem Postfach verteilt die Geldstrafen. Da das erklärt sich alles von alleine eigentlich. Lesen Sie einfach die Post ein bisschen durch. Ach, Kater. Also was ist denn? Das sagen wir, kein Haus hast, kann ich hier mit einziehen, aber... Hey, hast du eine Bett? 3-2-6 Kapo. Wenn das alles klappt, Rick, dann würde ich gerne Sheriff in the Road sein. Ich hab ja einfach auch. Willst du noch einen
die Strafe direkt dazu haben? Nee, ne? Wollte ich gerade fragen, sind Sie Verrückte? Was denn? Sie können doch nicht nach raus. Wieso nicht? Sie müssen hier das Anwesen beschützen, ihr Leben lang. Mr. Brooks. Ja, bitte. Entschuldigung. Ich mache jetzt Spaß. Möchten Sie direkt, wie sieht's aus wegen den Geldstrafen für die Herrschaften? Oh, die Geldstrafen kannst du schon mit einfügen. Bloß musst du halt dann darauf achten, dass es halt nicht übers alte, also über den alten Strafkatalog läuft. Aber wie ist das denn jetzt? Wenn ich jetzt Sheriff werde, dann. Ihr habt ja gesagt, Rhodes ist noch offen, ne? Was wie? Der hat nur einen Spaß gemacht. Ja, aber Rhodes, die haben doch da ihre eigenbestimmten Sheriffs da. Ja, bevor wir jetzt mal hier die ganze Zeit weiterlaufen, lass ich mal hier mit. Meine Maulkrummel wegpacken, bevor ich sie dir reinschiebe. Richtig. Warte, bei den Leuten eh mal ein bisschen Zahn rausfällt dabei. Parker, du bist hier in Valentine? Nicht mehr in Blackwater? Da warst du. Guck genau auf die Pinnwand. Parker, Parker muss jetzt auch auf meine Praxis aufpassen da. Richtig. Ja, ja. Ich bin ja auch der Beauty-Sheriff, oder? Also das steht bei mir. Was ran, bist du, Beauty-Sheriff? Deputy. Du bist Deputy. Achso, ich dachte, ja, Beauty-Sheriff. Aber hier steht ja, wenn man, also ich sehe jetzt in der Pinnwand, dass bei Department Blackwater, dass ein Jackson auch Rekrut ist. Also kann ich ja, wenn ich Rekrut bin, auch nach Rose oder nicht? Das ist wie gesagt, ich habe sie vorhin erklärt, Problem ist die aus Valentine und dann Rhodes, die wurden von Butch so gesehen bestimmt. Ah. Und mach's einfach so. Das war alles halt ein bisschen kurios. Valentine mag ich halt nicht, deswegen sehe ich hauptsächlich. Nee, bis morgen machst du einfach, bis die Ausbildung ist, bleibst du in Valentine und dann kannst du nach Rhodes. Ja, wenn nicht, dann gehe ich halt woanders hin. Aber Hauptsache nicht in Valentine. Kommst du nach Blackwater zu mir? Oh ne, komm lieber nicht, da ist noch ein bisschen zu regeln, ein paar Sachen. Das wäre auch eine Möglichkeit. No, ist keine Möglichkeit, vertrauen Sie mir, Sie haben jeden Tag nur Kopfschmerzen da unten. Nauze, red Blackwater nicht schlecht. Blackwater ist die große Dreckstadt, so wie sie momentan ist. Moment, ja, er hat recht. So wie sie momentan ist. Ja, richtig, sie hätte schön sein können, aber mit solchen Menschen, ich sag keinen Namen. Ja, das nee, Problem wirklich, ist, wirklich, das Problem ist, wir müssen mal gucken, ich habe eigentlich auf den Governor gehofft, dass der mal kommt, aber ich glaube, da müssen wir mal mit Washington reden. Ich glaube, das sollte mal abwechselnd geschehen. Jetzt kommt da das Schiff an mit den neuen Leuten, ne? Jetzt sollte vielleicht mal wieder ein Zug nach Valentine kommen, dass sich das mal wieder ein bisschen aufteilt oder so. Oder woanders oder von nach mir aus. Bei Sordonis ist so da. Eine Riesenstadt und da wohnt keiner. Wie auch bei verdächtige Person mein Name steht. Hehehe. Ja, und das alles nur durch mich? Nein. Doch. Auch? Oh, doch. Nee, Brooks. Nee, aber das alles wurde eingeleitet also, durch mich. Hatte dich auch schon im Auge. Also, hatte dich auch schon im Auge. Am 15.09. Okay, na gut. So, ich schleife jetzt mein Messer, ich will kurz nicht genervt werden, ja? Dann geh woanders hin. Sind doch alle hier? Schnauze jetzt, Brooks. Ja. Ich habe jetzt statt $550, mache ich jetzt $55, ne? Wie viel Strafen insgesamt? Ich habe jetzt Raub und Überfälle dazu gerechnet. Das, was hauptsächlich bei denen ist, ne? Mach mal $100. Muss wehtun. Und wie heißt das noch? Die haben Leute über Dings mitgenommen. Wie ist dieses Wort da genommen? Die haben die entführt. Kann man auch Sheriff in Saint-Denis sein? Natürlich. Da ist doch gar keiner. Muss allein auf eine Stadt aufpassen, die leer ist. Aber die Haftzeiten werde ich beibehalten bei 45 Hafteinheiten. Ja, aber guck mal, wenn keiner bei Saint-Denis ist. Dann kann ich ja auch nach Saint-Denis gehen, oder nicht? Ja, aber die muss ja bewohnt sein, da muss auch ein Bürgermeister vor Ort sein. Wem gehört diese hässliche Katze hinter uns? Ja, dann gehe ich lieber nach Blackwater oder wo. Also Hauptsache kein Willen. Loco? Ich meine, du kannst es ja versuchen nach Rhodes, nur ich will vorher vielleicht mal mit Butch reden. Dann. Ja, ich würde sagen, an deiner Stelle suchst du jetzt bitte einen anwesenden Tumbleweed. Oder ab sofort bist du da eingeteilt. Ja. Die gehen doch nach Fort Merce. Genau, auf die Festung raufpassen. Wollte mich halt wirklich in Tumbleweed haben, aber ist echt schön da, aber zu warm. Also nach Annisburg schicken. Also ein bisschen in der Mine arbeiten.
Habe ich auch schon gefragt. Wo ist denn Mina? Also wenn Carter und Faye mitkommen, ich gehe auch. Ich meine, So geil, dass du mich jedes Mal Carter nennst. Puh, ey! Was ist mit meinem Kopf los? Haben aber schon viele gemacht, ne? Also wenn wir jetzt Bill Dalton oder Jesse Dalton sehen, dann können wir den direkt festnehmen. Also wenn er jetzt hier mal auf meinem Anwesen ist, dann nehme ich ihn nicht fest, das sage ich dir gleich. Nein, ich meinte jetzt, weil da jetzt Haftbefehl gegen ihn gemacht wurde. Wir hätten ihn vorhin auch festnehmen können, hätten wir machen können. Bloß habe ich jetzt ein Kopfgeld ausgesetzt an die Goldmaske. Und ich möchte das vertrauen. Ja, okay, aber wenn wir den jetzt... Ich möchte das Vertrauen nicht brechen. Die haben jetzt ihren Job und den vertraue ich und deswegen machen wir das erstmal nicht. Glaub mir, die sind morgen bei uns in der Zelle. Keine Sorge. Und was ist, wenn nicht, dann nehmen wir das selber in den Angriff. Vertrau mir, die sind morgen in der Zelle. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich den Namen jetzt alle richtig schreibe, ne? Egal. Hauptsache man weiß, wer gemeint ist. Also Jesse wird mit E noch geschrieben am Ende. Guck, man darf sich hier einziehen. Ich bezahle auch die Miete. Du willst hier einziehen? Ohne das ist so. Also $250 die Woche, bitte. Oh, das kostet so viel. Das sind ja auch. Ich kann sie nicht über ein Ohr ziehen. Da kann ich auch selber schreiben, warte mal. Ja, ich bin jetzt schon dabei. Jetzt lass nicht 10 verschiedene. Kostet der nur $30 oder so? Die Miete? Wie? 150. Jackson, ich weiß aber nicht, wie er geschrieben wird. Jede Woche oder Monat? Jede Woche. Und dann noch Opi, irgendein Opi, aber die anderen beiden kenne ich nicht. Opi, der kommt aus Tumbleweed. Keine Ahnung, aber die war also Jackson und Opi weiß ich noch, aber die halt wichtigen Namen sind Bill und Jesse Dalton, Jack Jackson und Jack Teller. Die vier sind wichtig. Auf die vier ist das Kopfgeld ausgesetzt. Das ist klar, die haben wir, die anderen haben wir eh keinen Namen. Richtig. Auf die vier ist das Kopfgeld ausgesetzt in Höhe von $500. Und ich bin sehr, sehr sicher, dass die morgen bei uns in der Zelle liegen. Ja, aber ich sag mal so, wenn die in der Zelle liegen, irgendwann kommen sie ja wieder raus und dann ist es wieder von neu. Ich werde mal mit Washington mal einen Antrag schicken, um den Galgen anzufordern. Man muss ja erstmal mit Washington bereden. Auf morgen ist einfach der Gouverneur da, der kann es doch auch entscheiden, oder? Also sicher. Wenn nicht, schicke ich einfach einen Antrag hoch. Dürfte eigentlich schnell bearbeitet werden. Aber die haben auch gemordet. Also, sage ich auch nur so, wie es ist, ne? Ich was war haben ja die? Gemordet. Ja, natürlich haben die gemordet. Wir haben sie doch eben gefragt, was sie gemacht haben. Ja, nein, die haben... Die haben auf jeden Fall, einen haben sie auf jeden Fall ermordet. Die Falcone, oder? Wie bitte? Nein, kein Sheriff. Normalen Zivilisten haben sie ermordet. Einen normalen Bürger. Also Sheriff haben sie, laut meinem Wissen, nicht ermordet. Zum wievielten Glockenschlag seid ihr morgen da? Warum? Also wollen sie, und wer hat die Morde begangen? Haben sie das gesehen? Ja, also ich war bei einem war ich, also ich hab zwar nicht geschossen, aber bei einem war ich dabei. Wer hat geschossen? Alle die war, also auf jeden Fall Bill Dalton hat geschossen gehabt. Und ich glaube Jesse Dalton auch. Und Jax Teller hatte glaube ich keine Waffe dabei gehabt. Also bei Dalton. Wenn ich das ändern, setze ich bei denen noch Mord mit rein. Ah, richtig. Machst du mal 20 Hafteinheiten mehr drauf. Aber ich weiß drauf. Jetzt nicht, welcher von denen, den ihr erschossen habt, ne? Ich war neben da und das kann jeder von beiden gewesen sein. Ja, ob Mord oder Beihilfe, das ist halt. Ja, ich würde auch jetzt $300 draus machen, ehrlich gesagt. Na gut, beim Mord hast du schon recht, ja. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, da schicke ich einen Antrag nach Washington hoch und dann werden die gehängt. Definitiv. Darf ich hier aufhängen, ne? Da kommt ein Henker. Schade, ich habe gedacht, ich darf einen dann aufhängen. Nein. Ach, weg in Europa. Oh, was war das? Napoleon-Kopfschmerz, denke ich.
Hier steht, Cold Shutter Hand wegen des Nutzen der Maske innerhalb der Stadt. Erstens, die 7,05 $ habe ich überhaupt nicht gehabt. Ich war pleite in dem Zeitpunkt, ja. Und deswegen haben, würden sie dann auch die Haftstrafe bekommen. Ja, aber du hast geschrieben, ich war nicht bereit. Ich habe einfach das Geld nicht gehabt. Ist doch nicht bereit. Doch, ich war dasselbe. Hauptsache, da steht da, dass sie nicht bezahlt haben. Was ist eigentlich mit den Rigginer oder wie heißt der Typ nochmal? Nee, dieser kleine Psycho, wie heißt der nochmal? Sein Name ist Rick Luco? Nein, der kleine Psycho, wie heißt er denn nochmal? Rick Luco? Ja, aber der wird auch noch irgendwie anders genannt. Renegade oder wie der heißt. Keine Ahnung. Renegade. Ja, der wird oder auch so. Anders genannt. Was ist mit dem eigentlich? Wo ist der denn eigentlich? Das hieß vor Ihnen. Nein. Es gab einen kleinen Psycho, ich weiß. Senior, Sie wissen gar nicht, ich bin der größte Psycho, den es in der Monte gibt. Nee, der war aber klein und fett. Kannst du nochmal die Ringe immer vortragen, auch für unsere neuen? Die Ringe? Ja, dann ist sofort. Mir dann bitte einen Abring geben. Ah, das lass mal ganz kurz überlegen. Wie habe ich schon Teil das geschrieben? So, Senior Brooks? Ja, bitte. Ich habe auf der Pinwand gesehen. Raymond Parker ist in eigener Gruppe Deputy Sheriff. Ja, das ist Deputy Sheriff, warum? Ich bin auch hier Deputy Sheriff. Sie, Herr Black hat ihn dazu ernannt. Was ist der Unterschied zwischen Deputy Sheriff und normaler Deputy? Ist, Black hat aber nichts zu sagen, habe ich gedacht. Aber was, der hat es Deputy Sheriff und Deputy. Wirst du gleich erfahren. Burg? Ja, Moment, kurz, Mädels. Wie Mädels? Ich hau ihnen ihren Hut vom Kopf. Das machst du einmal. Und was dann? Du hast deine Marke ganz schnell los. Oh, Senior! Wir können das im Boxkampf machen, da können wir das machen. Ja, nicht, weil wir jetzt keinen Arzt hat. Der kommt doch gleich bestimmt wieder. Ich habe eine Frage auf jeden Fall. Ja, ich habe vielleicht eine Antwort. Sie suchen ja noch Marshes, oder? Und jetzt träum mal weiter, Kumpel. No, ich wollte nur fragen, ob Sie da schon die Leute in Aussicht haben. Nein, also Palace ist ja vorhin schlafen gegangen. Und ich musste dann kurzzeitig auch kurz ins Bett. Also wir kamen dazu nicht. Ja, ich bin jetzt hier. Warum sagen Sie ja. Zu mir, träum weiter? Du bist auch viel zu kurz da. Parker vor Marshall. Aber Senior, ich mach mehr als alle anderen gefühlt. Also als jetzt das nicht als der vor mir. Ich glaube, das sagt mir jeder. Ich mach mehr als jeder andere. Aber es ist so, Senior. Ich bin uns jeden fragen. Zu jeder Zeitpunkt, ich bin im County. Okay. Alter, was war das? Was dann? Seitdem sie erzählt haben, dass da links... Was? Ich denke, ist das da links ein Bär? Nee, das ist ein Pferd. Hier sind Panik vor Bären hier. Also ich sag's ganz ehrlich, hier sind viele Bären. Also es ist nicht abwegig, dass hier gleich mal einer rumspringt. Sag ich euch gleich. Dann muss ich mir jetzt mal einen weglachsen dann. Einfach einen Lachs entgegenwerfen. Das ist nur Tee. Paris und ich sind ja die Bärenbrüder. Wir haben mit denen ein Abkommen abgeschlossen. Wir dürfen hier einen Lachs fangen, dafür dürfen wir hier leben. Ja, nicht schlecht. Und wir jetzt haben Paris und ich Blutsbruderschaft geschlossen. So, okay. Was macht denn der Herr Black eigentlich jetzt? Wenn er gar nicht mehr beim Stinks ist. Ich höre noch, aber nicht mehr so wie damals. Ich mache eine Blutsbrüderschaft mit Bakara und Tay.
Oder Parker, was sagst du dazu? Also ich kann schon verdammt gut Mandolin spielen. Oh, das hat mich auch gerade gewundert. Sind ja echt vielseitig da in der Hinsicht. Und wie haben sie die Blutsbrüderschaft abgeschossen? Wir haben dazu den Herrn Carter dazugezogen. Der hat unsere Blutsbruderschaft abgeschlossen. Okay. Notay? Ja, bitte? Parker, du und ich werden eine Blutsbruderschaft abschließen. Da bin ich dabei. Besser für dich. Aber nur, wenn Mr. Parker ein Stück Haare von seinem Bart gibt. Mach ich. Wenn wir in Blackwater sind, mach ich das. Und mir auch. Okay. Mach ich. Aber ich verstehe immer noch nicht, kann er mir eine antworten? Von euch. Was denn? Senior Parker, ich bin auch eine Deputy Sheriff. Achso, ja. Die Ränge, ihr dürft jetzt erstmal nicht auf die Ränge achten. Die Ränge werden jetzt nochmal komplett durcheinander gewürfelt. Aber ich will mal bei Mr. Parker zusammenstehen und dann nicht bei anderen. Wo steht denn der Parker? Der Parker steht da auch falsch. So. Also ich verstehe jetzt erstmal gar nichts. Es gibt ja Rang. Nicht verstehen, ich verstehe es auch noch nicht. Das dauert das alles noch gerade ein bisschen. Wir sind alle im Aufbau. Ja. Wie er gerade gesagt hat, das wird sich die Tage ändern. Okay. Richtig. Wir sehen, ich habe jetzt ein neues Postfach eingebaut. Die Ränge, das seht ihr jetzt auch mal. Das kam aus Washington. Das werden die neuen Ränge. Ja, so gibt es wenigstens eine vernünftige Ordnung, muss ich sagen. Richtig, genau. Kennen Sie die Nummer von Ihrem Rang, Mr. Parker, zufällig? Was? Sind Sie auch Rang 3? Kann ich Ihnen nicht sagen. Weiß ich nicht. Ich müsste 4 sein. Ja, ich bin 3. Okay, warten. Oh nein, ist okay, er soll ja höher sein als ich, ist kein Problem. Ja, davon gehe ich stark aus. Was soll das denn heißen? Dass ich wesentlich länger im Dienst bin wie sie. Ja, deswegen, ich will ja auch, dass sie höher sind, ist doch kein Problem. Ja, aber nicht. Spaß. Bei ihnen ist das okay, aber stellen Sie sich vor, hier sitzt jetzt noch eine Freundin von mir an dieser Tisch, da wäre ich sehr sauer. So, Blutsbruderschaft, auf geht's, Jungs. Holt das Messer raus. Gott, Alter. Aua. Sorry. Brennt dir nicht die Eier? Moment. Ah. Oh, ich habe ganz kurz ausgetrunken. Die Blutsbruderschaft war immer. Moment. Wer bezeugt das? Moment. Was denn? Sie bösewicht. Was ist mit mir? So, beide mitkommen. Sie haben mir gestern sehr leid getan, sie glauben nicht wie sehr. Darüber bin ich immer noch angepisst. Weiß ich nicht, irgendjemand hat mir meinen Revolver abgenommen. Das ist der Kollege hier. So, wer möchte die Blutsbrüderschaft abschließen? Parker, Notay und ich. Zu dritt. Sie? Parker. Ja, wir wollen eine Dreierbeziehung. Wenn meine Parker, komm. Wenn jemand meine Katze absticht. Mr. Parker! Mr. Parker hat Kopfschmerzen. Na, dann warten wir kurz. Oh, ich bin so froh, diese Hütte hier gekauft zu haben. Kann man hier noch einziehen, zufällig? Nein. Warum nicht? Wir werden es nicht hier wohnen. Ja, Mr. Perez hat aber mit mir darüber geredet. Ach, träumt weiter. Mr. Perez hat gesagt, ich könnte in seinem Bett schlafen. Nein, glaube ich nicht. No, Senor, Sie glauben mir nicht. Mr. Perez hat mir echt ihre Dinge gezeigt. Ah, glaube ich nicht. Er hat mir nicht angeboten, hier zu schlafen. Wir können mal mit Perez drüber reden, was er dazu sagt. No,
Hören Sie mir zu? Ja, natürlich. Mr. Perez hat nicht gesagt, ich kann hier schlafen. Aber er hat mir seine Wohnung gezeigt. Ach so, ja. Ich will ja gar nicht hier leben. Aber hier, Loco will hier leben. Ja, Loco ist ein verrückter alter Mann. Warum halt? Ich bin erst 18 Jahre alt. Oh, Senor, ich bin auch sehr jung. Ich bin 23. Ich bin auch 18. Sie sehen gar nichts, noch Spaß. Sie haben graue Haare. Wie können Sie auch. Darf ich da hinten die Tiere abschießen? Ich habe keine grauen, ich habe meine Haare. Bitte lassen. Na, wo ist er denn? Wo bleibt? Brooks! Ja, bitte. Meine Freund, dürfte ich meine Bocken bei Ihnen reintun? Ja, kannst du. Komm mit. Ach, Sie sind der Beste. Und falls ich den irgendwann einen Käufer finde. No, nicht der Käufer. Ah, ja, Entschuldigung. Ja, hab ich. Ja. Ja, aber ich will trotzdem lagern. Ja, Entschuldigung. Geben Sie mir kurz. Hier. Senor! Wollen Sie sich nicht irgendwann eine neue Bett kaufen? Oder wie machen Sie es weiter? Ach, das reicht mir. Oh ja, ich glaube Ihnen. Na komm. Schlafen Sie da zusammen mit Perez? Ja, natürlich. Perez und ich schlafen immer zusammen. Perez, seine Beine liegen bestimmt dann noch auf der Dings. Die liegen übereinander. No, die Beine berühren noch den Boden, wenn da am Liegen ist. So, die Herren. Das ist jetzt kacke. Wo ist ein Arzt? Carter? Carter ist ja nicht mehr da. Ja. Das ist natürlich eine richtige Blutsbrüderschaft. Oh nein. Ja gut. Aber jetzt seid ihr richtig verbunden mit dem Blut. Ich bin gerade geschockt. Notte, was sagst du dazu? Oh nein. Senor, es war ein Muskelfehler. Alles gut. Habe ich mir schon halber gedacht. Aber wir können Carter nicht mehr da. Carter hat Kopfschmerzen gekriegt und seitdem ist er jetzt nicht mehr da. Ich mach das. Ich mach das. Warum sollten wir eine Messer in die Hand nehmen? Ich verstehe nicht. Ja, jetzt sind wir schuld. Du musst den wegbringen. Du musst doch Blackwater. Blackwater ist auch längst kein. Guck mal, wie spät es ist. Ja, ihr könnt von mir aus mitreiten. Also, wenn ihr jetzt losreitet, gehe ich aber dann schlafen. Ja, mach das. Aber ich nehme meine Schrotflinte doch mit. Ja, wie du willst. Ich glaube nicht, dass ich nochmal hier hinkomme. Oha, warum nicht? Also, alleine oder so. Alleine ist blöd, ja. Ey, ich komm mit jetzt. So ein Vollidiot. Ich muss kurz ein bisschen weg. Verzeihung. Ja, muss den Wolf weg tun, warte mal. So. Hä? Du wolltest mal so, will ich schon. Danke. Ah. Ja, hier, du musst mal, geh mal die Leiche, dann pack ich den drauf. Na gut, dann pass mal aber hier auf. Beziehungsweise ich reite noch mit bis nach Valentine. Oder? Ne, ich fahre mich glaube ich hier hin. Oder? Das, ja, ich bin jetzt auch gleich. Gut, dass ich das geregelt krieg. Wir sehen uns. Jawohl. Naja, wieso? Was ist da ein Unterschied? Ja, aber was ist da ein Unterschied? Seid vorsichtig, da oben können wir ja Bär sein, wie gesagt. Auf jeden Fall. Ah, jetzt ist es rund um den Text. Das war schnell. Ja. Ich würde sagen, das war's für heute Abend. 3.16 Uhr. Oh, ab ins Bett. War ein geiler Stream.
echt mega gut gewesen. So müde. So, wie dem auch sei. Gute Nacht. Danke fürs da waren. Danke dafür, Chat dabei zu sein. War echt mega. War es noch jemand live? Schauen wir mal kurz rein. Nein. Und das ziemlich groß. Ihr habt Grafschaft von Eichstätt von Gräfin Hämmer von Eichstätt geerbt. Wenn ich das vor... Oh, ich glaube, ich habe gerade richtig viel geerbt. Oder? Was gehört denn alles mir? Was? Nur das kleine Ding habe ich geerbt? Das ist ja voll für den Arsch. Valenz hat den Krieg gegen König Louis III. Verloren. Ja, cool. Euer Lenzherr hat den Krieg gegen Herzog Joffre verloren. Ja, geiler Lenzherr. Little Ray, danke fürs Raiden. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.